Finde ich witzig. Es ist Freitag, meine lieben Freunde, und ihr wisst, was das bedeutet. Wieder Pikmin 4 und moin moin, herzlich willkommen alle im Stream. Und by the way, moin Wummi, moin Smui, moin Chrissy, moin Lücker, was geht ab? Herzlich willkommen im Stream. Ja, da es wieder Freitag ist, wird natürlich wieder unser, ja, ich sag mal, Singleplayer-Hauptprojekt gezockt, und zwar Pikmin 4 und moin Chrissy, was geht? Saufen, Freunde! Kleiner Funfact, ich habe eine Dose Spezi aufgemacht, bevor das Intro losging. Also ja, ich habe mehr oder weniger was gesoffen. Zwar nichts Alkoholisches, aber hey, meine Spezi. Es ist Füße Freitag, meine Freunde. Du meinst natürlich Fußfetisch Freitag, genau. Ich hoffe, euch geht's super. Also mir geht's sogar prächtig heute. Ich bin wenigstens mal nicht todmüde. Ich habe den goldenen Wavebreaker bekommen. Oh, Pog, Big W, Big W. Geil. Ja, bei mir dauert, brauche ich noch 400 Siege circa. Mit dem Grind fertig und jetzt bei Pen im Stream. Let's go, mein Sheep, was geht ab? Jetzt willkommen im Stream. Ja, ich werde vielleicht heute doch auch versuchen, wahrscheinlich ein bisschen länger zu streamen, so wie letzten Freitag. Nur hoffentlich nicht so, dass ich wahrscheinlich dann on Stream halb einpennen werde, so wie am Freitag und keine auch gestern. Also, das versuche ich vielleicht mal nicht zu machen, so ich bin sogar noch hellwach und das ohne ein Red Bull heute zu trinken. Also ich bin heute noch hellwach. Also ich hoffe, es bleibt auch mal so für, keine Ahnung, 5 Stunden oder so. I don't know. 20. Premium Blaster Rotation. Welche denn? Mit fucking Top 15 Deutschland bei Modern Warfare. Let's go, GG's. Und ich würde mal sagen, wir starten einfach mal langsam. Achso, ich muss ins Abenteuer gehen. Oh, ich weiß nicht mal, wie das Spiel geht. Toll. TC, Hagelfisch und Marco. Ja gut, Marco sowieso ein Hagelfisch. Ja gut, Hagelfisch ist ja nice zum Flanken, keine. Understandable. Ja, da much fun auf alle Fälle um 20 Uhr. Die Frage ist, welchen Blaster, Smui? Weil du spielst ja gefühlt fast alle Blaster. Der Guluna spielst du zurzeit fast gar nicht? Ja gut, entweder Range oder Dings. Every single one of them. Okay, das hat sich schon erledigt. Es hat sich schon erledigt. Du spielst ja gefühlt alle. Damals hast du dich ja nur gefühlt auf Luna fokussiert. Hab jetzt Heavy gegen P90 ausgetauscht, das ist gut. Fun Fact, wo ich ein bisschen CSGO gezockt habe damals, also wirklich damals, war P90 die einzige Waffe, die ich einigermaßen konnte. Und mir auch Spaß gemacht hat. Also alle anderen Waffen haben mir gefühlt keinen Bock gemacht, konnten nicht. Mit P90 haben wenigstens Bock gemacht. Ich meine, ich war auch scheiße, aber es hat wenigstens Bock gemacht. Luna letztens auch 4 Sterne gemacht, als ob, Digga. Und auf Spinu 2 hast du nur Luna gegrindet, bruh. Naja, aber Zeiten ändern sich, ne? Aber gut, ich glaube, ich weiß nicht, ob Luna halt so gut ist. Beziehungsweise die anderen Blaster sind halt besser geworden. Das ist true. By the way, ich hoffe, der Ton passt, weil irgendwie ist bei mir jetzt gerade Gameplay-Sound einiges lauter. Also zumindest es hört sich lauter an als sonst. I don't know, ob das normal ist oder nicht. Ich mag die Cats von Luma nicht so, die anderen Blaster sind besser. Ja, eben, also die... Wenigstens hast du jetzt auch andere Blaster, die auch sehr, sehr gut sind. Okay, das habe ich schon gemacht. Muss erstmal gucken, wo ich alles... Okay, dieses fette Gebiet muss ich auf alle Fälle noch erkunden. Und ich glaube, hier ist safe auch nochmal im Wasser. Aber ich würde mal sagen, wir gehen erst hier hin und danach
Irgendwo gab es doch einen Boss, genau hier. Die will ich ja auch langsam machen. So, ich hoffe, dass ich nicht so lost bin wie gestern, weil gestern war ich richtig lost. Ja, beziehungsweise ich nehme mal 60 blaue und 10 Eispigment für den Fall der Fälle. Ich nehme mal ein bisschen mehr Eis, ehrlich gesagt. Aluna mit dem RNG-Buffs auf kleinen Maps schon geil. Ja, klar, true, true, true. Kommt ja auch ein bisschen auf die Maps drauf an, you know. Du musst mal Linsenchips probieren. Böse, geil, plus haben 40% weniger Fett. I know, ich kenne Linsenchips. Die sind ja diese, das sind ja diese runden Dinger, was du ja immer auf einer Suppe isst. Und ja, ich kenne die. Und ja, die sind mega geil. Die sind richtig, richtig geil. Also, das stimmt. Also, ja, man sieht die halt nicht so oft. Und to be honest, ich esse so oder so keine Chips. Also, zurzeit bin ich so, ich esse, wenn ich snacker, dann höchstens halt Crackers. Aber wie gesagt, Chips esse ich gar nicht mehr. Also schon länger nicht mehr. By the way, die Fische sind halt echt nicht strong. So. Genau, wir sehen mal diese kleinen Fische hier. Mit den blauen an. Es geht easy. Und wir haben ein Pigment verloren. Na, ein Vorteil hat es, dass wir ein Pigment verloren haben. Wir haben jetzt insgesamt 69 Pigment im Feld. Nice. Nein, ihr sollt nicht die Leiche schleppen. Ihr sollt hier auf den Angriff für den Fisch gehen. Nice, sehr schön. Na, jetzt schimmern wir mal ein bisschen unter Wasser. Aber ich finde, unter Wasser schaut es so geil aus. Und wir haben hier eine leckere Limette. Let's go. Ich werde jetzt halt immer Tuck mit Frischkäse. Tuck esse ich auch. Vor allem die Paprika-Version. Ich weiß nicht, ob du die Paprika-Tucks kennst. Die Paprika-Tucks sind immer richtig, richtig geil, meiner Meinung nach. Die esse ich halt immer und, ja. Was esse ich denn noch zurzeit? Ja, an sich auch die normalen. Auch keiner trocken. Obwohl, mit Frischkäse muss ich for real mal probieren. Und moin, Luis, was geht? Willkommen im Stream. Also, mit Frischkäse muss ich auf alle Fälle mal probieren. Und ja, was ich immer damals gegessen habe, ist Cracker mit Apfelmus. Das ist richtig geil, meiner Meinung nach. Also, immer wenn ich weiß, was zu essen muss, ich habe immer damals Cracker mit Apfelmus gegessen. Und das war immer richtig, richtig geil. Paprika tut noch nie gehört, muss morgen mal schauen, wenn ich einkaufen gehe. Guck auf alle Fälle mal nach, die sind richtig geil. Das ist mein kleiner Pro-Tipp. Vor allem, wenn du die halt pur essen willst, you know? Like, wenn du die pur essen willst, sind diese Paprika-Tucks einfach mega geil. Es gibt ja auch diese Tuck-Chips da, beziehungsweise diese sehr dünnen, falls du die vielleicht kennst. Ich glaube, Crisps heißen die. Die sind auch richtig geil, vor allem auch in Paprika. Man muss ja gucken, da gibt es auf alle Fälle sehr, sehr viele Sorten. Es gibt ja auch Käse, das habe ich ja damals oft gegessen. Aber ich bin ehrlich, Käse ist langsam. Ja, also ich sag mal so, das kannst du hin und wieder mal essen. Aber das kannst du nicht dauerhaft essen. Vor allem, weil die haben so einen fucking Mundgeruch. Also wirklich, an sich sind sie auch weh. An sich sind sie auch weh. Aber ich sag mal so, du kriegst so einen fetten Mundgeruch davon. Und, oh, hier habe ich fast nochmal einen Schatz gesehen. Und zwar eine Weintraube. Nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Per, hast du mal dieses Foodflaschen gehört, oder? Ja, habe ich. Ich habe da sogar letztens eine gegessen. Und, by the way, die nehmen sie ganz und nicht einzeln. Cool. Bruder, die schmecken nach Scheiße. Meinst du diese Food? Es geht. Es geht. Oh Gott, diese Sonderstream-Werbung. Mein Sage, was geht? Willkommen im Stream. So, also Soda-Stream, nicht Sonderstream. Oh, Soda-Stream. Gab es da eine Soda-Stream-Werbung? I'm so sorry. Willkommen im Stream. Ich finde, es geht. Also, es kommt darauf an, welche Sorte du hattest. Ich hatte die mal mit Hülsenfrüchte, Banane oder sowas. Das fand ich actually sogar ganz nice. Und die nächste Runde ist S plus 50. Boah, ich muss überhaupt S plus 0 holen. Ich bin nur S, aber. Mal gucken, vielleicht meistens mal on stream, wenn ich hier dann Urlaub habe. Why not? Ich habe keinen Sonderstream, seit sie explodiert ist, genau. Also Soda-Stream. Bro, Soda-Stream, schreibt mal mit A. Soda, nicht so der. Oh. Urlaub cringe. Ja, Entschuldigung, Smoothie, dass nicht mein ganzes Leben aus Urlaub besteht. Wenn gewesen ist, genieße ich dann meine 2 Wochen, okay? Und wie genieße ich meine 2 Wochen, indem ich 24 Stunden Stream habe? Finde ich witzig.
Okay. Die Eispigmen haben eher Bock zu baden anstatt. Sag mir nicht, die sind abgetaucht, nur um dieses Teil hier mitzuholen. Ah, ne, es waren die Blauen. Irgendwo sind hier Eisdinger, oder? Nö. Ich finde es cool, dass Eispigmen schwimmen können. Also, das macht sie zumindest noch ziemlich strong. Auch wenn, ganz ehrlich, das wäre keiner lame, wenn sie dann ertrinken würden. Like, das macht auch absolut gar keinen Sinn. Mein Eis ist ja einfach gefrorenes Wasser. Also, es würde ja absolut keinen Sinn machen, wenn sie dann ertrinken würden. You know what I mean? So, und ich sehe, da hinten ist auch noch ein Schatz. Da gehe ich auch mal hin. Bin kurz essen. Alles klar, Luca. Guten Hunger wünsche ich dir. Ich habe meine 7 Monate bis jetzt auch genossen. Ja, gut. Auch wenn du dich ein bisschen gelangweilt hast. Das ist so, wie ich mitbekommen habe, aber ja. Wie gesagt, ich hatte damals mal 5 Wochen Urlaub gehabt. Da habe ich mich keiner gelangweilt. Aber not gonna lie, ich sag mal so, wenn man jetzt, wenn man Streamer ist und dann generell auch mit YouTube anfangen will, ich sag's mal so, du wirst alles machen, um einen Monat frei zu bekommen. Einen Monat wirst du wirklich alles machen, weil Real Talk, das wäre einfach mega geil. Und moin Batu, was geht? Herzlich willkommen im Stream. Okay, und ich muss erstmal die Brücke hier bauen. So, dann baut schön mal die Brücke, wenn das warten wir einfach mal hier. Bartos. Bratwurst. Ja, beziehungsweise wie Dings, Luca mal gesagt hat, Bartwurst. Magst du Bratwurst? In einem Monat habe ich dann wieder Schule. Let's go. Aber mal gucken, wie groß die Vorfreude wird, Smu. Wobei, ich glaube, das schaffst du schon. I mean, zur Voss gehst du, oder? Ja, wenn ja, schaffst du eh schon. McBratwurst. Ja, aber werde eh Lurk sein. Alles klar, Bartu, was spannend im Lurk. Wahrscheinlich tust du wieder Scrim, so wie ich dich kenne. Wie gesagt, auf alle Fälle Matsch fun im Lurk. Okay, wir haben hier sehr, sehr viele Krabben. Oh yeah, Mr. Krabs. Oh yeah, oh yeah. Okay, haben wir Eier? Hier geht's hoch. Hier hinter mir ist ein Schatz. Ah! Hier oben ist die Freiheitsstatue. Aber ja, da kommen wir jetzt nicht mehr ran. Naja, egal. Später halt. Okay, und hier haben wir 3 Dungeons. Okay, very interesting. Da, da und da. Ach du Scheiße, Alter. Du weißt immer, wo du anfangen sollst. Fuck. Erstmal die Krabbe hier besiegen. Ja, da war mir schon klar, dass er ein paar fressen wird. Oh, geh mal auf Eis! Komm, wir den ein! Nein, Alter, wie viele er in den Blubberblasen macht. Fuck! So, jetzt wird er easy peasy sein. Nice, sehr schön. Und natürlich Nektar, weil das brauchen wir auf alle Fälle. So, Ebbe, das heißt, das Wasser ist weg. Und eine leckere Zitrone. Let's go. So, zerstören erstmal die Wasser-Geysire. Einfach so, why not? Lol, die haben einfach statt den Dings anzugreifen, Wasser-Geysire angegriffen. Finde ich nicht witzig. Haben wir sogar eine 10er-Blume, okay. Aber so viele haben wir auch nicht verloren. Batu, willst du mal scrimmen? Inkart. I imagine noch mit Smoothies Team Scrim. I mean, wäre Practice. Wäre gutes Practice, not gonna lie. Okay, der ist eh halb am Verrecken. Oh, und da haben wir einen Golfball. Nehmen wir auf alle Fälle mit. So, die Gegner besiegen wir, auch wenn ich glaube, oberhalb vom Wasser nicht viel machen können. Ui, haben wir sogar noch Gold. Alter, was haben wir hier noch für Sachen? Okay, das ist das Ding. 20 Gold, den nehmt ihr mal schön mit. Ich glaube, da habe ich mal keine Zeit gehabt, das einzusammeln. Deswegen lag da hier noch Gold rum. I guess. Paris gibt Snoop Dogg in Modern Warfare 2. Let's go. Ja, was es alles für Skins gibt, ne? So, den pflück ich mal nicht, dass dann wieder heißt, gegen ja, tick den Keimen noch bei dir auf den Zwiebeln.
Ja, weil Imagine, ich will sie ja wachsen lassen, ne? Weil ich habe ja keinen Bock, dass ich nur Blood Pikmin bei mir habe. So. Dann holen wir uns erstmal die Freiheitsstatue. Ich hoffe, dass ich keine gelben brauche. Na, ich glaube, blaue müssen... Ja, komm, reicht schon aus. Ja, so halb. Also mit gelben wäre es einiges einfacher. Oh ja, mit gelben wäre es einiges einfacher. Da, jetzt. Ah, ich brauche for real gelbe. Oh, keine Ahnung, wie ich die da hochgebracht habe, aber ich brauche wirklich gelbe. Nur für... Oh, man. But I only play Ghosts. Ah, du spielst ja nur Dings, Ghosts. Ja, gut. Ja, es kommt drauf an. Also, ich weiß nicht, ob es offiziell ist oder halt gemoddet ist. Weil, wenn es gemoddet ist, kannst du wahrscheinlich eh nur auf dem PC. Machen wir mal 30 und... Ja, komm, machen wir mal 20. Hallo? Lass mich mal auswählen. Nice. Ah, okay, ich habe schon die volle Anzahl. Okay. Dann habe ich halt die volle Anzahl. Gelbe W, yes. Gelbe Pikmin sind an sich ziemlich gut. Vor allem, ja, so kriege ich am einfachsten die Freiheitsstatue. Und ich glaube, ich brauche sogar die Gelbe für die Freiheitsstatue. Yep. Und ich habe nur 18 bei mir und ich brauche 20. Finde ich nicht witzig. Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Bro, wir werden einfach den ganzen Tag nur bauen und fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück. Aber ich glaube, am Tag danach werden wir mal die Dungeons da machen. Weil ich sehe drei Dungeons, aber wie gesagt, dann mache ich lieber alles an einem Tag. So, machen wir so. Oh, tschüss, Blaue. Wo ich spiele auf der PS5. Ja, let's go. Wie viel hat die bei dir gekostet? Nur so aus Interesse. Hey, PS5 ist ja teuer, ne? Okay, zwei Blaue chillen hier. So, dann nimmt sie die Freiheitsstatue mit. So, dann nimmt ihr hier das Teil damit. Nice. Keine Ahnung, warum der eine Pikmin das nicht mitgenommen hat, aber hier, nimmt's mal. Beziehungsweise, nee, komm. Also, sie werden dann die gelben Pikmin machen. Keine Ahnung, warum ich die... Achso, okay, die haben da mitgeholfen. Okay. Ah, okay, das ist nur eine Abkürzung. Okay, immerhin. Eine Base hier in der Nähe haben wir nicht, oder? Hm, hätten wir sogar. Aber mir ist sie hier actually lieber, weil hier habe ich alles im Blickfeld. Ein Freund hatte welche zu viel für 350 Euro dann bekommen. Okay, das ist wenigstens so ein sehr, sehr solider Preis. Weil ich bin ganz ehrlich, ich finde der Preis von PlayStation 5 absolut nicht gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Auch von des Xbox Series X nicht, aber das finde ich immer noch akzeptabler als die PlayStation 5. Also wirklich, also was PS5 da für einen Preis hat, muss nicht sein. Muss nicht sein. Generell, dass Konsolen so teuer wurden, das finde ich auch keiner, ey. I mean, ich bin ehrlich für mich, ich meine, ja, klar, Technik und so weiter, bla bla. Aber ich bin ganz ehrlich, für mich war Konsole immer eine billige Alternative zu PC. Und ja, jetzt ist das Gefühl, die PC die billige Alternative geworden, habe ich so das Gefühl. Und moin Legendary Twilight, was geht? Willkommen im Stream. Aber dafür kannst du jetzt den Horizon, die jetzt hier spielt, die es nur für PS5 gab. Ja, gut, wenn man... Wenn es jemanden juckt, dann auf alle Fälle ist es nice. Aber wie gesagt, ich sehe leider keinen Grund, eine PS5 zu holen, bin ich ganz ehrlich. Und sie haben jetzt hier einen Schwamm. Also ich würde mir lieber eine Series X holen, aber selbst mit einer Series X würde ich noch abwarten, bis sie einiges günstiger geworden ist. Weil, ich bin ehrlich, selbst wie viel kostet eine Series X nochmal? 450 Euro? 450 Euro? Ne, 550 Euro, selbst ist mir viel zu viel. Muss mir irgendwann auch einen neuen PC zulegen. Das habe ich zum Glück getan. Das habe ich zum Glück getan. Ja, wie gesagt, bis jetzt bin ich mega zufrieden mit meinem neuen PC. Ich habe es auch nur geholt, weil Freude hatte, welche hatte. Ja, klar, ich meine, wie gesagt, wenn du so einen Deal hast, dann klar, schlag zu. I mean, wenn ich so einen krassen, guten Deal hätte, hätte ich vielleicht auch zugeschlagen. Genau, nur um das weiterzuverkaufen. LOL.
Meine ist mittlerweile ganz schön alt. Wie alt ist er? Ungefähr. Oh, der langweilt mal ein bisschen. Und wir haben einen Fischschwamm bekommen. Sehr schön. Wir müssen mal gucken, wo die Pigments sind. Okay, hier sind die noch. Na, die gehen ja alle zurück. Mit der Ultramotivierbäre. Nein, 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 du gehst noch weiter. So, perfekt. Dann haben wir alle eingekesselt. So. Ja, ich würde mal sagen, ja, wie gesagt, am Tag danach machen wir einfach hier, hier, hier die ganzen Dungeons, beziehungsweise muss ich erstmal gucken, wie ich hierher komme, weil irgendwie muss ich ja hierher kommen. Ah, wahrscheinlich hier durch den Dungeon und dann kann ich hier wahrscheinlich eine Base bauen, würde ich mal vermuten. Aber egal, da wir jetzt eh ziemlich am Ende sind, beenden wir jetzt den Tag. Geh dann im nächsten Tag. 7 Jahre. Ja, gut, der ist schon alt, ja. Ich sag mal so, meine beiden PCs waren 10 Jahre alt. Like, mein allererster PC, was jemals hatte, war, habe ich 2011 oder 12 bekommen. Das war so ein Office-Kasten. Den hab ich bis 2021 gehabt. Und ab 2021 habe ich mir vom Kumpel so einen alten, so einen richtig alten Gaming-PC von 2014 gekauft. Und der hat dann 2 Jahre ausgehalten, bis ich jetzt den da habe. Den ganz, ganz neuen Gaming-PC. I mean, mit dem alten PC habe ich auch die ersten Streams gemacht. Beziehungsweise alle Streams bis zum letzten Splatfest. Ich habe meinen 52 zu Geburtstag bekommen. Oh, let's go. Ich meine 2011 oder 12 an meinem Geburtstag. Da war ich 9 oder 10. Weil, ja, die habe ich auch nur bekommen, weil ich damals immer einen Laptop von meinem Dad benutzt habe und ihn damals sogar zerschrottet habe. Ich habe gesagt, ja komm, hol dir lieber einen eigenen PC. Oh, niemand wurde gerettet, aber wir haben einige Schätze gesammelt, immerhin. So eine Bitterbombe, Tarkugelschwarm, Gelbsaurier, orbitaler Kommunikationssatellit, Lampe des Ansporns, Fischbett und Goldklumpen. Let's go. Und ja, blaue sind gestorben, aber den blauen können wir eben opfern. Haben wir eben mehr als genug. Ich hab meinen am Weihnachten bekommen, also meinen neuen. Oh, nice, nice. Ich frage mich, was ich mich frage ist, hat Otchits Schwanz eigentlich immer schon so ausgesehen? Weltraumhunde sind nicht wie normale Hunde. Vielleicht hat er sich verändert, als Otchit gewachsen ist. Tja, krank scheint jetzt zum Glück nicht zu sein, aber wir sollten ihn nicht so sein Auge behalten. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes. Super. Das ist der erste Dialog, den ich vorlese und es geht über Otchins Schwanz. Finde ich nicht witzig. Wann Pikmin No Death? Ich könnte das maybe irgendwann mal in Pikmin 3 tryen, weil das ist. Weil da bin ich keiner gut in dem Game. Weil keiner. Also ich kann es bis jetzt speedrun, das Game. Gib mir noch ein paar Playthroughs, was ich zu Pikmin 3 mache und dann könnte ich es vielleicht Deathless schaffen. Obwohl, das Ding ist halt bei Pikmin, ich gehe so oft YOLO-haft rein. I mean, oftmals lasse ich meine Pikmin fast schon Absicht verrecken. Einfach weil ich oftmals einfach nur YOLO-haft reingehe und mir den Kampf schnell beende. Aber gut, dafür farme ich auch wie ein Besessener, also von daher ist eh egal. Ich meine, wer im Leben braucht 230 blaue Pikmin? Richtig, ich für die Kollektion. Einfach für die Kollektion. Am letzten Mal zu einem 2NG-Speedrun um 3 Uhr nachts. Typisch Smoothie. Hey, du hättest Content machen können. Streame niemals, mach niemals um 3 Uhr nachts ein Splatoon-NG-Speedrun. Featuring der Game Master. Der darf ja natürlich nicht fehlen, ne? So. Nur wieder unsere Squad. Und ui, ich sehe hier eine leckere Himbeere. Ich würde so gerne reingehen zu der Himbeere. Aber leider kommen wir noch nicht hindurch. Ja, aber fühle. Meme könnte ich theoretisch auch mal machen. Not gonna lie. Oh, springt alle ins Wasser, so. Ich glaube, so oft habe ich im Wasser noch nie gechillt bei Pikmin. Und ja, das ist ein Unterwasser-Dungeon sogar. Unterwasserburg.
Oh, ich weiß schon, was auf mich erwartet. Scheiße. Kurz nachdem ich meine Erkundung begann, ertönte ein lautes Krachen in der Höhle. Die Angst ließ mir vieles vergessen. Ich erinnerte mich nur daran, dass meine blaue Pikmin nicht helfen konnten und dass ich panisch die Flucht ergreifen habe. Ich brauche nur blaue, dann nehmen wir nur blaue. Spiele niemals 300 Mal Wortzahl, sonst wirst du als N-Wort beleidigt. Komplett echt kein Fake. Bro, das wirst du bei CSGO die ganze Zeit. Follower Go ist auch OctoExpansion mit drin. Nein! Ich würde gern, aber nein, es ist nicht OctoExpansion mit drin. Also es sind nur die Main-Stories. Und auch Any Percent, also keine 100%. Sondern mit OctoExpansion wäre es gern ein bisschen zu lang. Plus, ich bin ehrlich, wenn ich OctoExpansion spielen will, dann will ich zu 100% spielen. Weil OctoExpansion ist zu gut und ach, das ist das hier. Bei dem Dungeon muss ich noch schauen, ja. Denn ich weiß, es gab es bei Pikmin 2 einen ähnlichen Dungeon. Ja, erstmal rennt schön rein. Ich muss die Viecher ins Wasser locken. Das Problem ist, ich weiß nicht wie. Otschen hat leider keine Feuerresistenz. Ach du Scheiße. Nein, Otschen hat keine Feuerresistenz. Okay, ich kann es ein bisschen länger. Okay. Da muss ich sehr geduldig sein. Also alle 4 geht in 5 Stunden oder so. Ja, wie gesagt, mit Auto-Expansion mache ich nicht. Vielleicht mal gucken. Aber ja. Das ist schon ein bisschen belastend. Ja, mal gucken. Weil, wie gesagt, Auto-Expansion will ich ja schon komplett zocken. Und ich habe ja schon Auto-Expansion komplett aus Stream gezockt. Deswegen, ja. Okay, Nektar, ganz wichtig. So. Nicht wundern, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger rede. Ich bin hier ein bisschen konzentrierter. Denn ich weiß, dass dieser Dungeon sehr, sehr gefährlich ist. Was? Na, ich kann den nicht besiegen. Shit. Okay, ich glaube, ich muss einfach mal versuchen, die Gegner zu ignorieren. Komm zurück! Komm zurück! Okay. Und mein Manny, was geht? Willkommen im Stream. Das ist ein geiles Pikmin, wie er mal heißt. Ich habe den Namen vergessen. Stimmt! Danke für die Erinnerung. Ich habe ihn komplett vergessen. Haha, da war ja was. Warte, wie kann ich das nochmal? Weil so muss ich das machen. Genau. Ja, 49. Let's go. Dann machen wir 20. Okay. Ja, machen wir bis 29. Ah, die Höhle fiel dir. Yes. So. Okay, perfekt. So, dann haben wir diese Glow Pikmin. Und Otschen. Ah, okay, stimmt. Otschen ist ja stuck. Wir können ja nichts machen. So, dann könnt ihr angreifen. Den Schatz können wir auch noch nicht holen. Also noch nicht. Und ja, da sind die Glow Pikmin sehr gut zu gebrauchen. Da müssen wir dann mehr Nachtsession machen. Viel Spaß dir. Ja, alles gut. Werde ich haben. Hoffe ich. So. Dann nehmt ihr das Teil. Okay, hier geht's dann weiter. Wo wurden die verbrannt? Wo kommen die denn her? Okay, sie muss irgendwie einen Schalter aktivieren. Aber ja, das kann ich jetzt erstmal noch nicht. So, sehr schön. Alter, als ob der immer noch brennt. Holy shit. Oh Gott, dieser Viech. Ja, da brauche ich auf alle Fälle meine Glow Pikmin. Boah, nur um den einen Blauen zu retten. Ja,
Ja, friss den blauen, ist mir egal. Warte, wenn die sterben, respawnen die eh wieder, oder? Komm schon, die haben nur ein KP. Komm. Nice. Und das ist der Schatz. Ich habe wieder einen Keks. Aber ich finde die Höhle gar nicht so schwer wie in Pikmin 2. Ich glaube, das Schwere kommt noch. Ja, ein paar sind gestorben. Fuck. Ja, gut, dass wir die richtig hart gefarmt haben. Egal. So, okay. Jetzt müssen wir alles haben. Okay, da ist ein Schloss. Den können wir nur nicht nehmen, oder? Ne, den können wir nicht nehmen. Ah, wir müssen erstmal den Schalter aktivieren. Und der ist hier. Perfekt. So, dann alle Pikmin hier drauf. Lass den nicht zu viel Zeit. Das Spiel ist ja nicht großzügig. Ja, weil ich... Ja, denn ich wusste, dass der hier kommt. Ich wusste, dass der hier kommt. Ja, das ist etwas unter der Rampe gefallen. Moment mal, was ist das für ein Ding? Ich kann es sehen, aber ich empfange kein Lebenszeichen von ihm. Gib mir einen Moment Zeit für Logbuch, für die bestimmte Erklärung für dieses Phänomen, hoffe ich. Eine andere Dimension. Gegen diese Kreatur helfen weder Steinbomben noch Pigmentangriff, ob der Körper überhaupt in dieser Dimension existiert. Vielleicht könnten sie Gravitationszellen eine Dimensionskonvergenz herbeiführen, sodass sie greifbar wird. Doch ist das möglich? Deine Mutter, genau. Der Körper der Kreatur existiert nicht in unserer Dimension. Wie kann das sein? Haben unsere Angriffe gar keinen Effekt? Ah, was machen wir denn jetzt? Ganz ruhig, nicht in Panik geraten. Mal überlegen. Ich glaube, ihr solltet rennen. Ja, das sollten wir auf alle Fälle. Okay, wir müssen erstmal den Schalter aktivieren. So. Jetzt ASAP die ganzen Schätze zurückholen. So, 1, 2, 3. Bevor er uns einquetscht. So, wisst ihr was? Die Gegner lasse ich einfach da. Die sind mir so scheißegal. 5, 6, 7. So. Und natürlich wurde er zerklettert. Bitte geht sich da lang. Okay, nice. Scheiß auf die Gegner. Okay, die gehen den anderen Weg. Sehr schön. Nein, okay, der ist bei mir. Fuck. Und wisst ihr was? Den Gegner könnt ihr nehmen. Einfach mal, why not? Nein, der zerblättert die hier. Nimm den Schatz. Komm her. Beeilt euch. Lol, der will auf Otsch hingehen. Okay, soll er machen. Ach du Scheiße. Der zerblättet die hier, oder? Es wird Massenmord geben, aber gut, dass ich blaue gefarmt habe. Boah, die nehmen jetzt komplett riskant den Gegner. Scheiße, Mann. Okay, ich lenk den ab. Okay, der ist hier. Der könnte jetzt abgelenkt sein. Let's go. Nimm. Nein, der geht jetzt auf mich zu. Komm her. Nein. Bringt zumindest den Schatz. Hier geht's ja voll ab, mein Wulfi. Was geht? Willkommen, Steve. Ja, denn dieses Viech hier könnte alle meine Pikmin zertrümmern. Deswegen geht's hier jetzt ein bisschen voll ab. Ach, du Kacke. Jetzt muss ich schnell einen Ausgang finden. Nein, ich habe den Ausgang nicht aufgesperrt. Und dieses Viech ist hier. Ich kann meine Pikmin nicht alleine lassen, weil das ist ja zu riskant. Ich habe eine Idee. Otschin, du kümmerst dich darum. Okay, der ist hier. Ich versuche mal im Kreis zu bleiben. Von mir aus geh auf Otschin, das ist mir dann egal. Die Höhle ist hype, yes. Es ist gerade mega spannend. Und ich bin eh schon ein bisschen drin. Er hat aufgepumpt, deswegen. Ach du Kacke. Komm her, verfolg mich. Otschin! Komm, Otschin! Zerspreng dir ein bisschen schneller! Ha! Okay, dann holen wir hier noch 5 blaue. Wo ist er? Hier ist er. Nein, das ist jetzt schon. Nein, ihr lässt die Scheiße da. Wir haben keine Zeit. Fortfahren. Wie alle Schätze wurden gesammelt. Nein, der ist hier. Nein, ganz da hinten sind noch 2 Schätze. Alter, das Spiel will mich verarschen. Ach du Hackkacke. Ja, bei der Sackgasse auch noch. Ja, natürlich kommen Gegner vom Himmel gefallen. Ja, die Blauen werden nicht gerettet.
Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh mein fucking Gott. Okay, das sind. Okay, das sind kleine Schätze. Nein, 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 ich könnte zerblättern. Fuck! Okay, fahr einfach drüber, ist okay. Ja, ja, die zwei Tote nehme ich im Kauf. Die zwei Tote nehme ich im Kauf. Ja, überfahr die einfach. Das schaut funny aus. Fuck, der Gegner versperrt den Weg. Sieht fair aus. Moin Fuf, was geht? Willkommen im Stream. Bist gerade im spannendsten Punkt angekommen. Ja, der Pikmin 2 gespielt, der weiß, warum ich so angespannt bin. Okay, der Wichser ist nicht in meiner Sichtweite. So, jetzt schnell weg hier. Nein, der ist hier! Okay, bleib. Nein! Ja. Nimmt alles mit, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Schade, ich hab Pizza schon gegessen. Hol dir noch eine. Ja, überfahr hier alles. Überfahr hier einfach alles. Mir scheißegal. So, den einen Dings nimmst du aber noch mit. So. Geh im Kreis, geh im Kreis, geh im Kreis. Ah, da ist der Ausgang. Nein, der ist hier. Ja, der dreht um. Der dreht um. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der dreht um, der dreht um, der dreht um, der dreht um, der dreht um. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Pick mir zwei besser Dungeon. Keiner schon. Ja, 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 na, dicke den Umweg, dicke den Umweg. Nimm die Himbeere. Komm, nimm das Teil auch noch. Du sollst nicht den Gegner nehmen! Du sollst nicht das Gegner nehmen! Mann, du sollst es. Aha! Ich werde fluchen hier, ich werde fluchen hier, das sage ich schon. Der dreht jetzt safe um. Nein, der dreht noch nicht um. Denn das hier will ich noch nehmen. Scheiße, der geht jetzt hier. Okay, der versperrt jetzt hier keiner den Weg. Wo biegst du ab? Wo biegst du ab? Wo biegst du ab? Okay, du biegst hier ab. Gut, 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 gut. Jetzt heißt einfach nur schnell hindurch! Komm schon! Bewegt euch, ihr lahmarschigen Blatt-Pikmin! Du bist mir so scheißegal. Der Tür hat dümmste KI ever, ja, merke ich. Aber das ist gut, da kann ich sie ein bisschen austricksen. Ach du heilige Scheiße. Und es hat 5 Ebenen! Oh. Ja, aber ich glaube mal, am Ende kann man den bekämpfen. Würde ich zumindest mal vermuten. Eieieiei. Ich glaube, Batu wollte eigentlich chillig im Lurk chillen, aber ja. Ich glaube, jetzt ist es zu spannend. Okay, gut. Wir müssen ein bisschen Speedrun machen. Okay. Oh, Leichen lassen wir hier, die brauchen wir nicht unbedingt. So. So, alles rein. Nice. So, ihr nehmt die hier mit. Natürlich sind auch teilweise die Dungeons so gestaltet, dass man natürlich ein bisschen Zeit verschwendet. Ja. Na, immer einen fetten Rülpser. Was? Ihr seid aber auch dumm wie Brot, Alter. Geht einfach frontal da rein. Ich glaube, ich bin... Nein, nicht du, Otschin. Du nimmst den Gegner. Okay, das ist ein Pilz. Nein, normal nicht. Also pick mir zwei nicht. Yes. Weiß ganz genau, von wem du es angeschaut hast. Maybe. Also ich habe ein paar Pikmin 2 Videos gesehen, deswegen weiß ich von dem Boss. Ach du Scheiße. Ah, okay, der Rohr ist halt nur... Okay, 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 okay. Otsche brauche ich eh nicht. Boah, ich hoffe, dass die dann nicht alle verrecken. Alter. Ja, das ist... Super, das ist für Otschen. Der ist nicht bei mir. Okay. Dann warten wir noch. Da lang müssen wir. Ah, chillig. Sackgasse. Boah, trag schneller, Digga. Trag schneller, Digga. Trag schneller, Digga. Komm! Atschin! Fette Sau, komm her. Nein. Oh, wo zum Fick bin ich? Ah, okay. War auf dem hinteren Ding. Ich
Ich muss da lang. So, die Blauen lasse ich einfach opfern. Ist mir scheißegal. Ich meine, wenn die Blauen sterben, ist von mir aus... Okay! Beruhig dich, Ortschild, beruhig dich. So. Musste nicht hier Luft aufgehen. Oh, ich komme da natürlich nicht hindurch. Ich muss hier durch die Röhre gehen. Nabo sei Zelda besorgt, let's go. So, gehen wir hier durchs rostige Rohr und... Ah, war ja klar. War ja klar, dass die Schätze haben, die sehr lange brauchen. Ah, nee, das ist nicht mein Schatz! Weil natürlich ist die Höhle so gestaltet, dass alles Zeit schindet. Nein! Schnell! Nice. Wisst ihr was? Ich mach das nochmal. Ne, die Glow Pikmin waren mir zu wertvoll. Okay. Die Kinder sind dead? Lol, die bleiben dead? Okay. Okay, also alles, was aufgesammelt hat, bleibt nur, man behält die Pikmin. Interessant. Tasche. So, perfekt. Dann nehmen wir mal die ganzen Glow Pigments. Es ist ja vereinfacht sehr. Teilweise zu sehr. Und imagine, wir können so die Zeit einfach von dem Kackviech einfach auszögern. Das wär's. Ende. Das wär's. So, jetzt machen wir's richtig. Ja, komm, den einen. Ich hoffe, der hat's geschmeckt. Ja, wenn ich zu schnell ist, selber schuld. Uff, ein Gabärter. Ja, die Muschel wäre wahrscheinlich viel wert. Okay, perfekt. So. Otschen, rein mit dir. Okay, bleib's erstmal hier. Otschen ist hier oben. Okay, der kann hier den Schalter aktivieren. Okay, Schalter ist aktiviert. Das heißt, ich kann zurück. Ah, okay, ich kann ihn fallen lassen. Perfekt. Und hier ist der Rest der Rasselbande. Sehr schön. Ja. Dann reiten wir hierher. Denn jetzt kommt das Viech. Okay. Erstmal Karte. Okay, da ist nur der Dungeon-Ausgang. Das ist der letzte Schatz, was wir haben. Natürlich kommt der vom Himmel geschissen. Ja, schnell mitnehmen. Auch mitnehmen. Bleib erstmal hier. Gut, hier haben wir wenigstens eine große freie Fläche, wo man ein bisschen rumspielen kann. So, eigentlich wäre er dead, aber okay. Ja. Ja, wer kennt's nicht? Ich lenke den mal ein bisschen ab. Hier haben wir eh eine sehr schöne, breite Fläche. Der geiert zu sehr auf meine. Na, jetzt kommt er bei mir! Okay. Komm her. Gegner, die vom Himmel fallen, sind doch voll fair. Hey, na klar. Ist überhaupt nicht rigged oder so. Nee.
Safe am Rohr kann er nicht durch. Ich habe Angst, dass er jetzt in den Spawn geht und die drei da killt. Theoretisch könnte ich auch Otschin einfach dir tragen lassen. Ach egal, wir machen es spannender. Und nee, wir müssen sogar safe sein. Muppis aus Enochi. Sie ist bekannt für ihre mutigen Reportagen. Daher warb ein Regisseur sie für ein Projekt auf einer seltsamen neuen Planeten ein. Alles klar. Mermaid, weil ich kenne ihr Gesicht. Ja, ich weiß, wer das ist. Haha, eine bekannte Fernsehreporterin. Sie macht die besten Reportagen, aber warum ist sie ausgerechnet hier? Du bist also Fan, Russ? Ja, und ich bin Fan, wenn meine Pikmin nicht krepieren. Nicht krepieren. Nicht krepieren. Jetzt dreht er sich. Ja, fuck. Scheiß auf die Muschel, scheiß auf die Muschel. Die Muschel will ich aber noch mitnehmen. Die ist safe noch einiges wert. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich find's auch voll okay. Ja, ist doch voll fair. Ja, ja, gut. Der Muschel kann man schön nutzen, ein bisschen abzulenken. Mir muss ja platt fahren. Bro, wie einfach selbst die Leichensteine hart sind. So, dass selbst so ein fetter Felsbrocken einfach nichts dagegen machen kann. Boah, ich freue mich schon auf die letzte Passage, wo ich gegen ihn kämpfen kann. 75%. Wo ist da noch ein Schatz? Oder meint er die Gegner? Nein, safe nicht. Hier kommt er safe nicht durch. Ja. Hier wäre ich sicher. Ich kann auch nicht mal die Kamera drehen. Wo bist du? Wo bist du? Okay. Er fährt hier nach vorne. Er muss ja langsam nach vorne kommen. Wenn er die drei zerplättet, ist mir so egal. Scheiß auf die drei, ganz ehrlich. Ja, der will die drei zerplätten. Nö, actually, nö. Der macht seine Runde hier. Jetzt dreht er um. Jetzt dreht er um. Nee, warte, hier ist man eigentlich safe. Komm schon, komm schon, komm schon. Die drei nimmt er noch mit. Komm, die Muschel. Okay, der macht jetzt hier den fetten Umweg. Wo 70%, wo ist denn noch ein Schatz? Ah, hier ist er! Nein, das ist Sackgasse. Der hat sich umgedreht. Wo ist er? Leute, hat sich umgedreht. Wo zum Fick ist noch ein Schatz? Warte, ich kann hier reinjumpen. Wow. Ich bin sicher vor ihm, aber das bringt mir sonst gar nichts. Wo ist noch... Oder meinen sie... Nee, die Gegner meinen sie safe nicht damit. Schatz müsste doch markiert sein. Ah, hier zum Buddeln. Ah, natürlich. Aber gut, hier bin ich wenigstens sicher. Was haben wir hier Schönes? Eine Rübe, I guess. Unter der Erde macht sogar Sinn. Uiuiui. Wo ist denn das Viech? Aber lass sie es auch nicht mal an der Karte anzeigen. Ah, da kommt er. Nimmt sie alle mit. Bro, schlepp den nicht. Komm her. Ach du Kacke. Nein, das ist ein Rohr. Ja, überfall jetzt mal die Rübe. Wurde gesagt, das ist eine Süßkartoffel. Stimmt, Süßkartoffeln, ja. Ich glaube, so schauen die auch aus. Es schaut halt von Weitem aus wie eine Rübe, aber ja, ich glaube, das ist actually sogar eine Süßkartoffel. Okay, der hat einen halben Wheelie gemacht, finde ich witzig.
Das Ding ist halt, meine größte Befürchtung ist, dass er jetzt umdrehen wird. Das ist das Schwerste daran. Bro, du hast keine Chance, der dreht sich hier um. Der dreht sich hier um. Okay, ich kann einfach nur hier warten. Better vergessen, wie der Süßkartoffel aussieht. Dieser Gena sieht so AFK aus. Ja, keiner true. Guck ihn der an. Der existiert nur, um meine Pigmen zu töten. Bro, als ob du jetzt im Kreis die ganze Zeit rumläufst. Willst du dich verarschen? Bro! Bro, der macht seine Runden, Alter. Ich wette, ich kann hier eine Stunde da bleiben und er wird safe seine Runde hier machen. Ach komm, leck mich. Bro! Was machst du da? Bro, ich habe noch nie so eine kaputte KI gesehen, Alter. Ja, imagine, ich würde den softlocken wegen der Süßkartoffel. Oh, nein, das ist schon nicht stark genug. Jetzt dreht der Wichser nochmal um! Das heißt, ich habe einen Plan. Jetzt komm her. Komm her, Süßer. Ja, überfahr nochmal meine Süßkartoffel zum 10. Mal. Komm her. Na, das geht nur bis hier. Ich kann ihn nicht ausrichten. Jetzt könnte ich ihn ausrichten. Komm her. Komm her. Jetzt will er nicht. Jetzt will er. Jetzt will er. Der will mich nur austauschen. Der will mich nur austauschen, dieses Kerlchen. So. Lass ihn kochen, genau. Mit der Süßkartoffel. Komm, 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 Süßer, komm, komm. Ja, überfahr erstmal alles, was hier im Weg ist. Jetzt komm hier, komm zu mir, komm, komm, hier gibt's Fressen. Oh, der kommt hier nicht durch. Bro. Ich werde den halben Stream wahrscheinlich nur hier hocken. Ey, die Flügel-Pigment mitgenommen, Alter. Na, selbst das würde nichts bringen. Jetzt komm her, komm her, komm her. Mehr. Bleib stecken. Ah, da hier. Und wenn du hier fährst. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Schnell weg hier. Aber das wollte ich zumindest. Das ist schon mein erster Schritt in die richtige Richtung. Hier hoch erstmal bringen. So. Kommt er zu mir? Nee, der bleibt hier stuck. Der kann hier nicht hoch. Das sag ich mir gerade auch. Okay, jetzt macht er hier seine Runde. Und währenddessen... Problem ist, es braucht auch noch so viele Pikmin. Holy shit. Ja, okay. Lass Bruder hier unten fahren. Der macht gleich hier seine Runde. Ja, lass ihn schön seine Runde machen. Da hat er verdient. Und wisst ihr was? Damit wir es noch spannender machen. Zwei Leichen nehmen wir noch mit. Nee, jetzt kommt er langsam. So. So, ein paar extra Glycerium nehmen wir noch mit. Die Musik ist auch mega spannend. Kannst keine andere Pigment aus der Blaue mitnehmen. Stimmt. Ja gut, aber ich hätte ja auch nur 10 Flügel. Das würde mir auch nichts bringen. So, lass Bro einfach mal fahren. Let Bro drive. Ah, oh, lass er schön seine Runde machen. Brenn, brenn. Selbst die kannst du nicht mitnehmen. Ja, ich habe ja nur 10 und ich brauche 12. So, lass Bro seine Ründchen machen. Brumm, brumm. Miep, miep. So. Ah, so kann man fokussen. Okay. Fortfahren. Bro, wir sind erst jetzt bei Ebene 3. Ach du Scheiße. Du kannst in diesen Dungeon nur blaue. Echt? Wirklich nur blaue? Also ich konnte nicht beispielsweise Flügelpigment nehmen. Schade. Ich dachte, ich könnte auch andere Pigment nehmen. Ich dachte, blaue wären ja nur Empfehlungen, you know. Okay, ich glaube, hier ist sogar ein Schatz. Von wegen. Wie gesagt, der Dungeon ist nur aufgebaut, um Zeit zu schinden.
Okay, aber wenigstens kriege ich hier Pikmin. Sehr schön. Och du Scheiße. So, da haben wir hier diese grünen Frösche, beziehungsweise mehr oder weniger grün. Ah, stimmt, ich kann nicht anvisieren, wenn sie alle bei Ocean sind. Ja, wenn ein paar zerstoppt werden, ist mir egal. So, das nehmen wir alles mit. Okay, hier kann ich die Base umbauen. Oh, das wird sehr praktisch. Das wird sehr praktisch, aber wird mir auch keine Angst machen, weil wir werden es richtig kacke bauen. Ich sehe es jetzt eh schon. So, nehmen wir mal alle meine Pigmänner mit. Scheiße, da hat er keinen Bock abzukacken. Uff, F. Genau, ja, lass sie weiter graben. Lass sie weiter buddeln. So. Ja, der Gegner ist immer fies. Alle hinten dran, alle hinten dran! So, das sind diese Elektronendinger. Nice. Wir haben eine Kartoffel. Und einen Frosch. Okay, einfach nur 1000 Pigment draufschmeißen, dann ist der Frosch auch kein Problem mehr. So, lala. Okay, das ist ja alles zugebaut. So. Ah, natürlich müssen die buddeln. Mhm. War ja klar. Ich wette, wenn sie mit dem Buddeln fertig sind und ich am anderen Arsch der Welt bin. Ah, never mind. Kommt das Viech, aber nee. Actually sogar nicht. Nice. Immerhin. So, ihr kommt da alle mit. So. Muss ich mich leider von Ocean trennen? Okay. Ah, okay, ich muss sogar den Schalter aktivieren. Ich muss sogar den Schalter aktivieren, okay. Wisst ihr was, da er noch nicht da ist, könnt ihr die Schose mal mitnehmen. So, okay. Okay, die nehmen schon die Abkürzung. Hoffentlich werden die nicht von den Elektronen gekillt. LOL, der greift mit Feuer an. Ja, kein Problem. Basis verlegen. Natürlich. Wieder eine Spinne vom Himmel geschissen. Was? Was hat denn gerade eben so viele von meinen Blauen gekillt? Okay, haben wir eine Avocado. Nice. Strom als ob. Puzzleteil. Als ob die so schnell vom Strom gekillt werden. Mir aber scheißegal, gerade die Blauen zu retten. Eben, ich habe eh so viele Blaue. An der Stelle mein Pigment verloren, weiß gar nicht mal warum. Yes. Wenigstens ist die Mauer schon halb zerrissen. Sehr schön. Für die Eier sind mir ehrlich gesagt scheißegal. Ich wäre es bei die Avocado. Auto-Aim. So, warum gehst du nicht mal auf die Avocado? Ah.
Wo bist du? Okay, 100%. Ich höre den. Die Frage ist halt nur, wo der ist. Da ist er, okay. Und ich muss hier lang, okay. Die Musik ist wieder spannend. Okay, ja gut, okay, die Ebene 3 mal richtig gut geklärt. So, ich hole mir dann nebenbei S plus 50. Alles klar, Smooth, much fun und good luck. Mann, will ich noch mehr Spoiler? Ah, F. Also, wahrscheinlich hast du nicht so weit gezockt. Ah, Big F, Big F. Dann schau nicht zu. Ja, da muss ich halt sagen, ja. Sadly. Weil, ja. Bro, und selbst ich muss Spoiler ausweichen. Aber ja. Und hey, mir ist jetzt eingefallen, dass ich jetzt den Nightbot allerdings habe. Wie oft kann man in Dandori wiederholen? Ich glaube öfters. Du kennst doch die Höhle schon, dachte ich. Also, meinst du auf Hand, Dings Manny. Einfach look, yes. Man kann ja auch Dings schließen und man kann ja nur hören, you know what I mean? Geht ja auch. Aber ja, ich als visueller Mensch brauche immer was zum Gucken. Okay, das ist die letzte Ebene, weil ich glaube, danach kommt der Kampf. Bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest vermute ich mal. Was sind das für Viecher? Jetzt komm her, ihr sollt die Pilze besiegen und nicht die Gegner. Ihr sollt die Pilze killen und nicht die Gegner. Meine Fresse, seid ihr dumm wie Brot. Meine Güte, Alter. Hol wenigstens Glycerium zu den Viechern. Nur einfach pfeifen. Okay, das ist so das schleimige Ding, was langsamer macht. Okay, dann muss ich auf alle Fälle die Pilze entfernen. Ah, und wenn wir die Pilze entfernen, können wir dann dieses Gleis da nehmen. Sehr schön. Bin ja schon lange durch. Let's go. Ich habe Sendu. Hast du Sendu im Team? Let's go. Natürlich eine Spinne, die vom Himmel geschissen kommt und keine Ahnung, welche Fähigkeit die haben wird. Natürlich vergiften. Trag, 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 trag. Ach du Kacke, Alter. Das sind noch diese Giftdinger. Die sind halt legit nur da, um Zeit zu schinden. Mehr haben sie nicht. Die sind wirklich nur da, um fucking Zeit zu schinden. Okay, einfach volle Kanne da draufhauen. So, perfekt. Gibber entfernt. Ich muss mir jetzt erstmal nochmal anschauen. Also, hier haben wir noch Gibber. Hier haben wir noch einen Schatz. Hier haben wir safe noch einen Schatz. Ach du Kacke. Hier können wir ohne Otsche nur das Ding holen, aber das mache ich nicht. Das ist mir zu riskant. Rohmaterial haben wir ja eh mehr als genug. Mein Sushi, was geht? Jetzt willkommen im Stream. Einfach drei ABs. Warum schreist du wieder? Bin ich wieder zu laut? I'm sorry. Ich pack mal mein Mic ein bisschen weiter weg, so. Sag mir einfach, wenn ich mal ein bisschen zu laut bin. Oder irgendwas zu leise, whatever. Aha, hier ist auf alle Fälle eine Frucht. Ja, aber ich bin lieber ein bisschen zu laut wie zu leise, aber manchmal war ich auch for real ein bisschen viel zu laut. So, weil wir eh blaue bekommen, könnte ich ja auch mal... Pa, du Wurzopfer lassen!
Du haust ab! Scheiß Spinnenvieh! Verrecke! Mir geht's gut, mir geht's auch ganz gut, so schön. Außer in dieser Höhle bin ich ein bisschen unter Druck gesetzt, so. Okay. Hier muss ich danach rein. Das mache ich danach. Jetzt kommt schon. Wer dieser scheiß Drecksviech kommt jetzt an? Nämlich dezent am Arsch. Na wohl, da bin ich noch keiner hier sicher. Jetzt kommt beeilt euch mal ein bisschen. Gib Gas, gib Gas! Hört sich nicht so an. Ja, es hört sich nicht an, aber mir geht's an sich ganz gut, ja? Bro, du sollst nicht die Leiche mitnehmen. Ja, wisst ihr was? Da verreckst du halt. Ist mir doch egal. So, komm mit. Okay, nice. Schatz um eins. Komm mal chillen, hau den Gegner noch rein, weil ich glaube, der gibt jetzt Kitzerium und da ist der andere. Da ist dieses Drecksviech. Komm. Und die ganzen Dinger. Okay, 12. Das geht noch für Gegner. Nein, scheiße, der ist schon bei mir. Okay, aber ich hab den Apfel. Ich hab den Apfel. Ich hab den Apfel. Let's go. Nice, 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 nice. Scheiß auf den Gegner. Okay, der ist jetzt hier. So. Ja, für alle, die dazugekommen sind, wir sind jetzt gerade mehr oder weniger am spannendsten Teil gelandet. Ich glaube, das bringe ich. Ja. Scheiß auf. Es muss ein paar Opfer geben. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Natürlich ist dein Schatz. Nein, du sollst nicht den Ding mitnehmen. So, gehen wir mal hier lang. Nice! Okay, das war wenigstens sehr, sehr schlau. Aha. Okay, da kommen wir wenigstens nicht durch. Die Frage ist nur, wo meine Pikmin hingehen. Ey, jetzt sag mir nicht, du läufst jetzt ernsthaft im Kreis. Was ist das überhaupt? Ah, das ist dieser Würfel, dieser andere Würfel. Okay, jetzt ist es Freiluft, 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 Freiluft! Komm schon! Boah, versucht zu spawn-trappen. Mhm. Sowas von. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Das schafft ihr. 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 Nein! Warte, das ist die Sackgasse. Fuck, 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 fuck. Haben wir alles? Ja, oh mein Gott, wir haben alles. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, 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 scheiße, ich muss da hin. Ich muss da hin. Ja, natürlich geht der jetzt. Gibt's einen Umweg? Ja, gibt es. Das ist ein bisschen zu riskant. Der dreht gleich eh um. Der dreht gleich eh um. Sieh zu und staune, wie er gleich umdreht. Erstmal überfährt er alles. Ja, 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 ja. Jetzt bleibt er erstmal an der Wand stecken. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oder auch nicht. Okay, jetzt hat er gedacht, so, ja, das ist mir zu blöd, an der Wand zu stecken. Und rein da, rein da, rein da, rein da, rein da. Letzte Ebene. Come on, come on, come on. Alter, hat mich das dann Dori gefickt. Kommt drauf an, welches Level. Also wie gesagt, bis jetzt hatte ich nur Level 3er gehabt und die war schon ein bisschen knapper Level 3, aber die habe ich auch ohne Probleme meistern können. Aber mal gucken, wie Stufe 5 dann durch werden. Ich glaube, die werden echt happig. Weil ich kann ja an sich ein bisschen Multitasking machen, aber now we are talking. Okay, das ist wie Pikmin 2. Now we are talking. Hatte ich noch mehr? Ah, okay, ich hatte nur 4.
Now we are talking! Lila Pikmin! Ist Level 5 da, Dori? Ja, dann glaube ich dir schon, dass er den Zivil wickt. Ach, das Level, da habe ich davon ein Trauma, glaube ich dir. Wait, ich glaube, ich mache mal mein Mic ein bisschen leiser, aber ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu laut. So, ich hoffe, ich bin nicht zu leise. Also, ich hoffe, das passt alles vom Ton. Diese Pikmin bringen ein ganz stolzes Gewicht auf die Waage. So wie ich, lol. Ich werde etwas in mein Logbuch blättern. Vielleicht finden sie dort Informationen über diese Art. Lila Pikmin. Ein einziges Lila Pikmin hat die Kraft und auch das Gewicht von 10 Pikmin. So wie ich, lol. Anderer Arten ist aber langsamer. Wirft man es, löst eine wichtige, einen wuchtigen, nicht wichtigen, ja gut, der ist auch wichtig, wuchtigen Aufschlag, sogar Gravitationswellen aus. Lila Pikmin sind nur im Untergrund zu finden. Was sie sehr wertvoll macht. Das Paddus, yes. Sie haben die Stärke von 10 Pikmin anderer Arten. Wie kann man nur so viel Kraft in ihr stecken? Nun, jedenfalls könntest du dabei helfen, besonders schwere Dinge zu transportieren. Yes. Mhm. So, ich hoffe, dass für Otchen auch nicht zu schwer wird, die zu tragen. Und wir brauchen Lila sogar, weil wir haben eine Wassermelone. Let's go. Da brauchen wir sogar alle. Oh, ein Stampf. Let's go, die Tüte wurde zerstampft. Okay. Ja, natürlich macht das ein kaputt. So, und jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen können. Die Frage ist nur, wie. Okay, jetzt hat er sogar eine Masse zugelegt. Nö, die erkennen ihn gar nicht. Den Lila dann würde ich ja ungefähr verschwenden. Nein, zerblätter dich bei den Pikmin. Okay, du musst irgendwelche Moves machen. Soll ich in den Wand rammen oder I don't know? Der fette Stück scheiße und broken, yes. Okay. Das ist jetzt hier lang, sehr schön. Hast du was? Nö. Der macht gar nichts, okay. Die Lilanen, nee, die Lilanen sind mir zu wertvoll. Hey, ich muss doch aber irgendwas machen. Die machen gar nichts. Hä? I guess I need help. Wie soll ich das Viech besiegen? Ich kann ja auch nichts machen. Wait a minute, da hinten ist irgendwas. Okay, weitere blaue. Was mir eher weniger bringen wird. Ja, komm, Lila, der braucht den Nektar. Lila, der braucht den Nektar. Let's go. Komm, Lila, trinkt. Trinkt, Lila, trinkt. Wow, es trinken nur die Blauen. Ach, du Scheiße. Stampf den mit den Lilanen zusammen. Also doch mit den Lilanen. Wait. Ja, oh mein Gott. Weil die Lilanen genug Gewicht hatten. Hätte selber rausfinden müssen. Bro, Batu, das ist gut, dass er es gesagt hat, weil ich hätte es niemals selber rausgefunden. Weil ich hätte die Lilanen nicht geworfen, die wären mir zu sehr wertvoll. Ja, die stirbt alle. Nice, okay, der war easy. Ah, never mind, der ist noch nicht fertig. Warum schaut der aus wie eine Aubergine?
Und der ist er, let's go. Und eine CD. Welche CD denn? Warte. Oh mein Gott, das ist Wave Race für die GameCube. Oh mein Gott. Cooles Easter Egg. Cooles Easter Egg. Na komm, es war's, du schleppst es. So, jetzt geht die nicht mehr, aber scheiß drauf. Oh mein Gott, das ist ein cooles Easter Egg. Ja, ich habe gewartet, bis 30 Pikmin sterben. Die besitze ich, als ob, nice. So, und dann haben wir noch einen. Also, es wird ein langer Tag, weil wir haben 3 Dungeons direkt auf einen Punkt. Mal sehen, was die Visitenkarte hergibt. War es nicht eins der ersten Spiele für die GameCube? Ja, war es. Das war einer der Release-Games für die GameCube. Yep. Kish aus Nischki. Mitglied des Geowissenschaftsclubs der Alayon Akademie. Für sie sind andere Planeten der Schlüssel zur Mineralforschung. Geowissenschaftsclub, Alayon Akademie. Das ist sicher eine Studentin der Dozentin, die wir neulich gerettet haben. Es besteht die Möglichkeit, dass wir noch nicht alle Studenten gefunden haben. Wir müssen uns auf die Suche fortsetzen. Aber ja, Wave Race war nicht nur das Release, also eine Release-Games der GameCube, sondern auch... Oh, da fehlt noch was. Sondern es war auch für die N64 gab es ja auch ein Wave Race. Und das war auch das erste Game. Sogar. Also es war auch das... Nee, das war nicht ein Release-Game. Bullshit. Das war Pilot Wings. Und ja, war mir klar, dass in der Mitte was ist. Imagine 2 Stunden, 2 Studenten im ganzen Gebäude. Yes. Anstelle von Kirsch halt gerade Kirsch, als wie die Kirsche gewollt. Ja, wie habe ich auch am Anfang gelesen. Oh, grad mal alle mit. Was haben wir hier? Eine pinke Tube. Nicht pink. Bullshit, Violett. Nicht pink, Digga. Ich bin lost, Alter. Das ist nicht pink, das ist Violett. Lila. So. Und zack. Und eine violette Tube. Let's go. Purple. Jetzt müssen wir alles haben. Perfekt. Und komm endlich zur Oberfläche, let's go. Das war gesagt, der Frosch schwer grün, also wir wissen, dass du alle farbenblind bist. Ja, für mich ist er keiner grün. I mean, der ist so graugrün, also ein bisschen grün ist er schon. Graugrün ist er. So, zufrieden. So, 2 Motivationen und sehr viele Schätze. Oh ja, sehr viele Schätze. Lesen wir es mal vor. Also, wir haben... einen Verschwindekeks, eine sichere Handtasche. True. Das ist weiß. Für mich ist er aber grau als weiß. Ring der Leidenschaft, kann man auch falsch verstehen. Ein Eisschwert, Perlsaftdepot, Schwärmereien-Nugget, Schatz der Erde, Kind der Erde, Rettungsfragment unten, Reptilienein, Schiene der Wendung, Zuckertropfen, Insektenbehausung, Zuwaldstote. Abstrakte Rundscheibe, noble Schmiere und ein paar Kreaturen. Höhle komplett erforscht, let's go. Und 52 Wasser-Pikmin sind verreckt. Erstmal salutieren wir an die 52 gefallenen blauen Pikmin. Aua. Die Namen sind immer so lustig, ja true. Die Namen sind wirklich cool. Das sagt Nintendo selber. Also, ja, wie gesagt, für mich sind sie mehr grau als weiß. Ja, aber du musst ja bedenken, das sind ja Bewohner aus anderen Planeten, you know. Die kennen halt die Erde nicht. Und die kennen halt die Gegenstände von der Erde ja auch nicht. Und ja, wenn du was nicht kennst, dann musst du ja auch einen Namen geben, you know what I mean. Und das ist voll kreativ, not gonna lie. Da wird die Gummiente. Quack, quack. Okay, mir werden sogar lilane empfohlen. Perfekt, ich nehme die auch. Ich nehme die auch. Denn jetzt ist Ebbe. Perfekt.
Und das nutze ich jetzt auch aus. Gebiet zu 50% erforscht. Sehr schön, denn hier haben wir eine Gummiente. Die nehme ich auf alle Fälle mit. Ja, haben wir Dondori. Das machen wir die Eispigmen. So, jetzt saugt erstmal am Nektar. Sehr schön. Dann haben wir hier sogar noch eine Ocarina. Sehr schön. Der hat gerade mies zerstampft. Holy shit. Like einmal Bomb und der war weg. Geil. Einfach nur geil. Okay, hier hoch komme ich nicht mehr. Aber ich habe hier eh alles, oder? Ja, habe ich perfekt. Ah, beziehungsweise ich komme sogar hier hoch, wenn ich hier diesen Geysir frei mache. Den mache ich auch erstmal frei. Und schicke hier 10 rüber. Ah, und hier haben wir, ja genau, das ist die Hürde, die wir ja vorhin erforscht haben. Sehr schön. Papiertüte haben wir verschoben. Hier oben ist safe auch noch was. Ah, nee, hier geht's ja oben lang, okay. Da haben wir, glaube ich, bis jetzt noch nichts. Hier haben wir noch ein anderes Dondori, aber wie gesagt, da haben wir hier die Abkürzung. Da können wir hier dieses diese Höhle hier machen. Aber wo ich auf alle Fälle hingehen will, ist... Wo war nochmal die Wassermelone? Ich glaube, hier war die. Noch mal mehr Pikmin. Es dauert mir zu lang. Komm schon, let's go. Nice, nice, nice. So. Und moin Epsilon, was geht? Willkommen im Stream. Da sind nur 2, brauchst 3. Was? Ich habe ja gesagt, lila Pikmin können viele Gegner one-hitten. Yes. Und das meine ich auch mit, dass sie wieder OP sind. Und Epsilon, was geht? Was geht, was geht? So, jetzt haben wir die Ocarina. Wir müssen doch mal gucken, wo die Wassermelone ist. Die ist aber, glaube ich, da ganz hinten. Genau. Weil die Lilanen können die Wassermelone ohne Probleme tragen. Hier haben wir auch einen Dungeon noch nicht erkundet. Ah, okay. Den können wir ja hier. Aber wie viel brauchen wir? Ja, 100. Perfekt. Das heißt, ihr tragt den schön mal. So. Ich würde mal sagen, dann machen wir den Dungeon hier. Da haben wir aber noch ein paar Schätze in der Overworld noch gefunden. Das ist zumindest sehr nice. Wisst ihr was? Da wir derbe Verluste von den Blauen haben, hier fahren wir einfach mit dem mal ein bisschen. So, wenn da hier schon ein Gegner rumliegt, dann können wir den auch zum Farmen verwenden. So. So, lala. Na, links, Epsilon. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich liebe deinen Emote, not gonna lie. Der ist echt geil. Vor allem, hat der nicht Capric sogar gemacht? Komplett random, wo du Dings halt der Steine getroffen hast. Oh, Legende. Hier ist ein Bild. So, jetzt machen wir ein paar Verlustausgleich. Wisst ihr was, ihr seid mir zu langsam. Hier ein paar blaue Hälfte auch mit. So. Dann haben wir hier die richtig fette Wassermelone. Mmh, lecker, lecker. Ja, den Pikmin 3 weniger Pikmin gebraucht. Aber gut, die war auch zerstückelt. Neuer Schatz und da gibt es sogar einiges als Ding. Let's go. Yannick mit J. So. Für den Dungeon muss ich hier runtergehen, genau. Ah, genau, hier muss ich. Und ja, ich sehe, da hatte ich hier ein kleines Blättchen. Imagine einfach auch schon unter der Erde lassen, sodass er dann zum Blüten wird. Würde ich witzig finden. Meeresgrundkrotte.
Welch wunderschöner Ort. Wenn ich vom Wasser umgeben bin, werde ich doch eins mit dem Meer. Doch Land gibt es hier nur wenig, daher sind wasserscheue Pikmin recht hilflos. Naja, wenigstens könnte ich hier eine Weile tun, als wäre ich im Urlaub am Meer. Okay, also, wir brauchen, okay, blaue und Eis. Ich würde mal aber, actually, ein bisschen mehr blaue nehmen. Weil, wie gesagt, Eispicken bin ich ein bisschen sparsam und blaue kann ich mehr oder weniger in den Tod jagen. Weil blaue sind mir egal, wenn sie sterben. I mean, im Endboss brauche ich sie, glaube ich, eh zumindest wenig, vermute ich mal. Und ja, weil wer braucht blaue True? Außer halt für Wasserpassagen. Und ich meine, wenn ich schon eh so viele blaue habe, da kann ich die einfach opfern lassen, bin ich ganz ehrlich. So, ein Dungeon, der sogar ziemlich hell ist. Sehr schön. Okay, okay, okay. Wenn ich sehe, sehr, sehr viel Wasser. Okay, der saugt die auf. Gefährlich. Ah, da sind diese Wasserballons. Oder Eis. Ja, Wasserballons. Ah, der saugt die auf, aber der macht quasi nichts damit. Nein, Mann. Nice, sehr schön. Wassergeysir zerstöre ich auch mal, einfach sicherheitshalber. Und endlich mal ein Dungeon, wo ich chillen kann. Tier 5 Platus Battus war ein Feini, bis er irgendwann Johnny begegnete, denn dann wurde er süchtig nach Anime, später half von Y aus der Sucht und nun streamt er glücklich und zufrieden auf seinen Kanal mit Spezie in der Hand. Genau, genau so ist die Geschichte. Pupi, wie Dank für 5 Bits und achso, diese Wasser mögt ihr nicht. Okay, macht Sinn. Aber wenn sie im Wasser schwimmen, haben sie kein Problem damit. Johnny ist ein Real-Life-Kumpel von mir, by the way. Und ja, wegen ihm habe ich keiner viele Animes geguckt. Aber auch nur eine Zeit lang, to be honest. Lang auch nicht. So. Nehmen wir mal die Eispigmen. Ich weiß nicht warum. Bin ich vielleicht der Einzige? Wahrscheinlich Safecon bin ich der Einzige. Aber wenn ich Eispigmen sehe, bekomme ich irgendwie Hunger. Ich weiß nicht, ich muss da immer an Eis denken und ja, kriege ich sofort Hunger. Ich weiß, ich bin so, zurzeit so fucking eissüchtig. Das ist nicht normal. Bruh. Ja, keine Ahnung, ich denke mir so einfach so, lecker Eis. Oh man, ich habe auch Hunger. Louis 2.0, yes. So, dann haben wir hier noch eine. Ist das so ein Ding zum Nuckeln? Nee, dann mit Spinnennetz. Ekelhaft. Ja, das ist dieses Fläschchen zum Nuckeln. Let's go. Und das sind natürlich Feuergegner, oder? Ja, klar, darf ja nicht fehlen. Auch wenn ich erst 2 Döner hatte. Als ob du jetzt noch 2 Döner gegessen hast. Puh, wir haben beide Schnitzel heute gegessen. Und nice. Und du sagst immer, ich wäre der Fettsack. Als ob du dir vorhin noch 2 Döner eingeholt hast. Boah, einen Döner würde ich jetzt fühlen. Same. Same, same, same. Ich würde auch einen Döner fühlen. Not gonna lie. Aber gut, nachdem ich einen Schnitzel gegessen habe. Kann ich hier das Wasser drownen lassen? Oh, zieht mal, zieht mal, zieht mal. Nö, da war ein Schnuller. Nuckel, nuckel, nuckel. Ja. Wisst ihr was? Sicherheits... Nein, 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 nein. Bleib auf Watchen, bleib auf Watchen. Sicherheitshalber hole ich mir mal 5 von den Leuchtpigmen. Nein! Ich wollte 5. Na, egal. Dann haben wir halt 6. Oh, der Blaue, der wird verrecken. So, ihr kümmert euch darum. Währenddessen hole ich mir mal die anderen Pigmen.
Der hatte mal im Fub richtig Bock auf einen Döner. Let's go. Hab ich gern gemacht. Also Pat, weil weg war, hab ich noch bei deinem Stammdöner. Als ob. Als ob du noch bei meinem Stammdöner warst. Keine Ehre. Stirb! Danke. Nein, verbrenne ich meine Pigmen. Oh mein Gott. Oh, wisst ihr was? Der blaue Pigment kann ein bisschen Risiko machen. Was haben wir hier? Sind das Sushi-Rollen? Ja, das sind, glaube ich, so Sushi-Rollen. Hm, let's go. Oh, teilt es euch auf. Nigiri! Ja, das, was Dings sagt, das Sushi sagt. Ja, komm, Sushi. Also, muss ich mit Sushis auskennen, ne? Und nicht, weil du Sushi im Namen hast. Nee, nee. Aber hey, hier ist Sushi. So, haben wir hier irgendwas? Ah, schon nicht so aus. Okay, haben wir noch so ein fettes Eisding. Aber ich gehe mal ein bisschen Wasser entlang. By the way, warum schaut Otschin so aus, als hätte er flossen? I don't know, weird. Schade. Denn ich kann hier hochspringen. So einmal. Oh, das sind diese Sushi-Arten da. Das ist da, wo du so ein fettes Stück Lachs bekommst. Oh, die sind richtig geil. Die sind richtig geil. Holy shit, die sind richtig geil. So, haben wir hier eine Erdbeere. Mmh. Lecker, lecker, lecker. Dann reißen wir hier die Mauer ab. Habe ich halt wegen Emotes gegoogelt. Ah, du hast Sushi-Emotes. Okay, cool. Ja, gut, passt auch zu dir. Not gonna lie. Und warum kommt jetzt Dings? Ah, wir haben 15.000. Let's go. Nice, nice. Oh, wow. Unglaublich. Seht euch nur ein ganzes Glycerium an. Obwohl, sich der Digital der Scheppe gar nicht mehr weiter füllt. Interessant. Er scheint zu vermuten, dass Glycerium weder Gewicht noch Volumen hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Egal wie viel Energie wir sammeln, der Tank wird niemals zu klein. Ihr habt das bisher richtig toll gemacht. Es gibt keinen Grund, jetzt mit Schätzen sammeln aufzuhören. Ja, Bro, imagine, ich hör auf. Bro, selbst wenn es kein Glycerum mehr bringt, dann stelle ich das alles in meiner Vitrine. Ah, da muss ich lieber mein Eispigment. Ja, es ging ja schnell. So, und farmt schön. Let's go. Und wir haben sogar eine Zwiebel. Sehr wichtig. Oh, nice. Let's go. So, nimmt noch die Zwiebel mit. Sehr schön. Wenn wir dann später noch eine Erweiterung bekommen, wäre echt ziemlich, ziemlich nice. Erzbeeren, genau. Nicht Erdbeeren, Erzbeeren. So, ich glaube aber da hinten ist nichts. Nee. Nee, da hinten ist nur so ein Ding. Nee, da haben wir keinen Schatz oder so. Nein, 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 haben wir nicht. Alles gut. Na komm, Knolle. Let's go home. Haben wir hier alles? Ja, und es wird ein Vierebener sein. Okay, es wird vier Ebenen haben. Let's go. Ja, endlich mal eine endlich mal ein chilliger Dungeon, weil not gonna lie, der letzte Dungeon mit dem fetten Viech, der war richtig cool. Aber to be honest, nach dem brauchst du echt einen wirklich chilligen Dungeon. Also brauchst du einfach mal den chilligen, you know what I mean. Einfach ein bisschen den chilligen. Und ja, dieser Dungeon ist halt ein bisschen chillig, deswegen, ja. Gönne ich mir einfach den chilligen. Bing chilling. So, ich sehe auch hinten im Eck Eispigment und Enten. Sehr viele Enten. Quack, quack. Frage ist, kommt da Eis raus? Nee, Blubberblasen, also Wasserpigment. Okay, da haben wir Feuerviecher. Ja, dann machen wir so.
Ente müssen wir ja irgendwie bekommen. Oh, eine Maracuja. Eine Maracuja. So, ein paar Eispigmen lasse ich hier. Oh, lass sie schnell zerfrieren. Nice, oder gibt sogar ultra motiviert. Sehr schön. So, nice, hat keine Bulbablase ausgespuckt. Sehr schön. So, dann lassen wir hier das ausgraben. Und währenddessen gehen wir zum Krabbenviech. Ach du Scheiße. Na, ja, drei sind leider verreckt. So, let's go. Dann haben wir den geschafft. Cheer 1 Bird, schauen Sie bitte öfter in den Chat und schauen Sie in den Hintergrund Splatpay 3 Kartis. So, wait a minute. Okay, erstmal Nige, danach. Die Leute bei dem Döner kennen mich schon langsam, glaube ich dir, Pup. By the way, sorry, dass ich es auf dem Chat achte. Ich bin gerade ein bisschen, ja, aber festgefangen vor dem Game. Okay, kommt da noch nicht durch. Okay, dann warten wir noch kurz. Oh, Maracuja braucht 5, nicht mal 3. Aber Dingsfub, danke für dein Bit. S plus 49. Nice, sehr schön. Als ob sie nicht hier durchkommen. Hä, die kommen doch hier durch. Oder nicht? Na, ich glaube, Smoothie muss noch auf S plus 50 kommen. Ich glaube, er ist noch nicht mit S plus 50, deswegen. Ich glaube, der muss erstmal da hochgrinden. Doch, der kommt da durch. Warum kommt der denn nicht durch? Hm, los. Weißt du, sehr viele Pikmin da reinwerfen? Nein, verbrennt nicht meine Pikmin. Verbrennt nicht meine Pikmin. So, dann kümmert ihr euch drum. So, hier haben wir zwei Gummienten. Na, aber diese Kackspinnen schon wieder. Na, hier fliegt die Dinger ein. Ich möchte nicht in den Hintergrund schauen. Was meinst du für den Hintergrund? Ah! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das ist ein fetter Aquarium. Nee, nicht wirklich Aquarium, aber so eine Art Aquarium. Okay, das schaut cool aus. Boah, warum bin ich nicht vorne, warum habe ich nicht vorne im Hintergrund geguckt? Ich bin einfach zu sehr fokussiert. Jetzt hat er es getan. Ja, der Hintergrund ist echt sick. Holy shit. PC-Monitor. Ha, geil. Das schaut so ein bisschen aus, als wärst du in so... Weiß nicht, kennt ihr Sea Life? So ein bisschen schaut es so aus. Muss ich jetzt ernsthaft für den Dinger Glow Pigment holen? Und noch besser Eis Pigment. Nektar brauche ich so oder so. So, dann 1, 2, 3, 4, 5. Oh, trag, 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 trag. Okay, direkt, da juckt's nicht, super. Oh, sehr schön. Trinkt das Nektar schön fleißig. So, die Eispigmen brauche ich noch. Okay, ihr nehmt die Gummienten mit. Aber wie viele Gummienten es hier gibt in dem Spiel? Also sehr auf jeden Fall ein Pluspunkt für Nabo, das Game zu holen. Und zwar, es gibt sehr, sehr viele Duckies. Und, nice. Aber der Eispigment sind doch sehr viele Blätter.
Sea Life mega, yes. Also ich war Sea Life, ich war einmal in Sea Life und zwar in München, das war echt mega. Und für Ente 4, yes. Also Sea Life war ich in München und das ist echt nice. Okay. Ein blaues Pikmin krabbelt da hoch. So, hat er weg. Eisenzäune sind am Boden versunken. Das heißt, wir können jetzt diese Ente hier mitnehmen. So. Aber wir kämpfen erstmal noch gegen diesen Viech hier. Ich glaube, ich war da auch schon mal. Nice, nice. Ich bin raus, hau rein. Alles klar, Wolfinator. Dann bye bye und hab nur einen sehr schönen Abend. So. Dann haben wir hier die Ente. Glauben tut man in der Kirche. Das ist keiner so ein richtiger Boomer-Spruch irgendwie. Und da, den muss ich erstmal retten. Nein, du sollst nicht erstmal den scheiß Teil da holen! Okay, ich glaube, wir machen nichts. Finde ich nicht witzig. Boah, das Schwerste ist einfach mal drauf zu landen. Als ob jetzt einige gestorben sind, F. Oh, kommt alle zu mir, kommt alle zu mir, kommt alle zu mir. Weil ihr aufgesogen werdet. So. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Alter, aber wie schnell die Blumen verlieren. Holy shit. Hä, wo sind jetzt welche gestorben? Komm schon, rettet die doch, bevor die sterben. Komm schon. Nice, let's go. Sehr schön. So, aber ein richtig fetter Luftballon. So. Ein Rohmaterial lässt er noch da. Und die restlichen Rohmaterialien nehmen wir auch noch mit. Ich war schon in denen Konstanz. Ah, nice, nice. Wie gesagt, ich war denen in München. Ja, das ist ja auch der nächste bei mir. Und der war richtig nice. Was haben wir hier? Ah, einen Knopf. Den nehmen wir auch mit. Ich glaube, hier gibt es richtig viel. Alter, wir haben nur 50%. Scheiße. Da gibt es richtig viele Schätze. Wenn sie zu lange drin sind, dann sterben sie. Hm. Eigentlich sollst du nicht da lang, aber okay. I take it. I take it. Ah, da sind noch Oh, die sind gut versteckt. Die Oktopusse. Oh, die zwei Oktopusse nehmt ihr mit. Ob das mit Verkehr auch passiert? Wenn sie zu lang drin sind, sterben sie. Oh, Batu denkt wieder zweideutig. Batu, Moment. Osa aus Sigurei. Dieser Archäologe verfolgt die Ausbreitung intelligenten Lebens im Universum und hofft dabei auf spektakuläre Entdeckungen. Ah, ein Archäologe. Wahrscheinlich ist er zu diesem Planeten gereist, um Ausgrabungen vorzunehmen. Gute Arbeit alle miteinander. Bitte bringt Eugen her. Es gibt ein paar Dinge, die wir unbedingt fragen müssen. Mhm. Aber erstmal nehmen wir die Oktopusse. Oktopedis. Beziehungsweise ich weiß, dass die Mehrzahl ist. Ich weiß nicht, ob man Mehrzahl auf Deutsch Oktopusse sind. Auf jeden Fall im Englischen ist es Oktopedis und nicht Oktopussi. So, okay. Ah, die summen schon umher. Dann warten wir noch auf die Oktopusse. Hier haben wir einen. Ah, den haben wir schon vorhin eingesammelt. Schade. Was ist die Mehrzahl von Muscheln? Muscheln!
Und nein, ich sag nicht das andere Wort, Batu. Ich weiß schon, auf welchen Weg du hinaus willst. Schade. Ja, also auf den alten Trick falle ich nicht so schnell rein. Muscheln ist eine Mehrzahl, richtig. Muschel ist eine, Muscheln sind mehrere. Ja, eben. Muscheln ist schon die Mehrzahl. Und nein, ich sag nicht das andere Wort für da unten drum, was halt die Frauen bzw. Mädchen da haben. Nein, das Wort sage ich nicht. Weibliches Geschlechtsteil, yes. Okay. Hier muss ich unter Wasser gehen. Das heißt, meine Eispigmen können dann schwimmen. Das ist schon mal sehr schön. Na, wir sollen es einfach anschwärmen. Dann ist der Fisch sehr schnell tot. Und was kann ich ja die Dings-Pigmen hernehmen? Alter, schaut unter Wasser nice aus. Ja, ich glaube, die Glow-Pigmen brauche ich jetzt erstmal noch nicht. Die kommen ja eh zurück, von daher können wir die auf alle Fälle beim Tragen verwenden. Dinner mit. Alter, unter Wasser schaut so geil aus. Holy shit. Okay, also das sind der größte Teil zur Unterwasserstadt. Ich hoffe, dass meine Eispigmen natürlich schön mitschwimmen, aber schaut auf alle Fälle so aus. Ein komisches Geräusch gehört. Achso, die haben wieder zurückgebracht. So. Ich habe natürlich, dass Shadow mal genug Sauerstoff hat. In seiner Rüstung. Also zumindest, dass er genug Vorrat hat. Ich glaube, hier sehe ich sogar einen Schatz, oder? Nee. Das ist nur Deko. Aber 15 von den Dingern, die nehmen wir auf alle Fälle mit. Hui. Boah, das verdünnte. Also, das hört sich echt geil an. Ist das Gräber unter Wasser? Kann gut sein. Na, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind einfach nur so Wrackteile, I guess. Alter, das schaut wunderschön aus, das Game. Holy shit. Das schaut wirklich aus, als wäre hier so ein Strand. Richtig, richtig geil. Holy shit. Also, das Spiel ist echt wirklich schön. Also, du kannst sagen, was du willst, aber das Spiel ist echt schön. Oder diese Geräuschkulisse. Yes. Keine Ahnung, so das Unterwasser gedrückte, like. Was machen hier 8 Eispigmen? Oh, jetzt muss ich den ganzen weiten Weg gehen. Oh. Erstmal der Blaue hat sich hier zu gemütlich gemacht. Eispigmen, nicht schwimmen. Nee, beziehungsweise ja, doch schwimmen, aber ihr sollt hier nicht chillen. Jetzt chillen wieder 3. Oh. Allein die, wirklich so dieses Geräusch, wenn du unter Wasser bist und es einfach alles planscht, ist einfach mega geiles Geräusch. Ja, okay, dann bist du erstmal stuck. Okay, die brauchen wir noch ein bisschen länger. So. Genau, wir gehen hier eher in das Spannendere, und zwar hier im Zentrum. Aber erstmal bringen wir die Platte hier runter. So. Okay, die machen von alleine. Auch nicht schlecht. Die wollen nur baden. Ja, I mean, to be honest, ich würde auch baden. Also, wie es hier ausschaut. Da würde ich auch gerne baden. Kommt raus! So, perfekt. Dann auf die kleine Krabbe! Und dann auf die größere! Oh mein Gott. Nein, der hat die langsam gefressen! Ach du Scheiße! Oh, weil ich ein bisschen unter Wasser bin, kann Otsche nicht angreifen. Oh. Also leider ein paar verreckt.
So, haben wir hier 7, haben wir hier 3 und da haben wir ein Gebiss. So, auf Ortschen draufsteigen. Der hätte es doch auf Level 3 bringen sollen. Wenn es von der Angriffskraft her, maybe. Aber was bringt es mir, wenn ich unter Wasser bin? Like, da kann Ortschen auch nichts machen. Und ich glaube, der blaue Pikmin. Er versucht zumindest. Bro, was ist mit ihm los? Was macht Bro hier? Nicht witzig. Dann nehmen wir das Gebiss. Sonnig. Oh, er ist hochgekommen, immerhin. Ja, ekelhaft. So, ich sehe ja auch, okay, hier glitzert irgendwas, also es sind auf alle Fälle noch Schatzteile. Eispigment sind fertig, sehr schön. Die blauen hier sind auch fertig. Die drei chillen ihr Leben. Ja, komm, lass sie auch chillen. Weil die Eis brauche ich ja auch nicht wirklich, also zumindest fürs Erste brauche ich sie noch nicht. So, schleppt erstmal das Gebiss. Ja, ich bin auch mal weg. Bye, Pados. Alles klar, Manny. Bye, bye. Ich wünsche dir noch auf alle Fälle einen schönen Abend. Und bye, bye. Let's go. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal hier ins Core rein. Und zwar hier schön unter Wasser. Ne, wir müssen auf Ortschen absteigen, denn wir gehen jetzt komplett unter Wasser. Gut, die ganzen Fische können wir easy besiegen. Nice. Notfalls können wir auch unsere Dings Glowpick-Müll. Ne, das ist ein Schatz. Lol, ich dachte, da wäre ein Gegner versteckt, aber nö, das ist ein Schatz. Was ist das überhaupt? LOL, das ist Sojasauce! LOL! Das ist Sojasauce! Nicht mehr Hunde besteigen. Ja, sorry, wenn das Game sagt, ich muss Hunde besteigen. Mache ich ja nicht freiwillig. Ja, keiner, maybe. Ja, komm, nehmt ihr die Sojasauce mit? Fall noch in diese Fischstube da. Okay, dann hilfst du einfach nicht mit. Ist okay. Und jetzt sehe ich auch, dass wir jetzt auch viele Schätze doppelt bekommen. Ist aber okay. Gehört auch dazu. So, hier sind... so Lichtschwerter, sag ich schon. Das sind diese Deko-Schwerter da. Natürlich sehr gut versteckt. Und der eine meint mit den Glow-Pigmen, dass sie da auf alle Fälle zurückkommen. Weil Glow-Pigmen sind halt praktisch, dass sie halt zurückkommen. Und das ist halt sehr nice, um halt schnell irgendwie Stuff zu erledigen. Weil da kannst du halt weiter umgucken, ohne dass du... sind noch blaue. Ohne dass du Angst haben musst, dass irgendwie du da welche verpasst hast oder so. Beziehungsweise, ja, einfach, dass sie einfach zurückkommen. Ganz einfach. Bin sehr sicher, dass du es freiwillig machst. Hm, so schaue ich auch aus. So, nimm dir das Rohmaterial, wenn wir jetzt mehr als genug haben. Also ich kann mich noch erinnern, letzte Woche haben wir eine Passage gehabt, wo wir gar keine Rohmaterial mehr hatten. Jetzt haben wir mehr als genug. Aber gut, ich könnte jetzt auch langsam mal die Chose mal leveln. Also vor allem mit Ortschen und so weiter. Ich meine, genug Rohmaterial habe ich. Ja, zudem, er will Hunde besteigen. Ich glaube, es ist eher Shadowmars schuld. Nicht meines. So. Haben wir einen Schalter? Von da an kommen wir noch nicht, oder? Actually nein, weil das auch ein Metallgitter. Okay. Ja, dann bei Shadowmar, I guess. Shadowmar sei schon. Ortschen! Shadowmar bleibt natürlich bei uns. So, sehr schön. Auf einmal, ja, wie gesagt, das ist alles Shadowmars Schuld.
Wir hätten ja auch die Reise ohne den Hund machen können, aber er wollte ja unbedingt. Und wenn er halt so groß ist, dass man auf den reiten kann, why not? So. Haben wir die Brücke gebaut? Und hier haben wir eine Zahnbürste. Passt doch zum Gebiss, not gonna lie. Boah, der hätte was Schalter aktivieren können. Okay, ich komme so sogar hier hoch. Sehr schön. So. Er nimmt die Zahnbürste. Schalter aktivieren. Und Dings mitnehmen. So, dann baut natürlich das Gold ab. Ist ganz wichtig. Gold, Gold, Gold ist immer wichtig. So. Also ich habe immer keine ein bisschen Angst, dass die irgendwie Pikmin chillen und ich die dann nicht mehr sammeln werde und die verliere. Aber die Dungeon kommen sie eh von alleine mit. So, Archie, du kommst mit. Puh, war eine Nachricht von Bartu gelöscht. Warte kurz. Ich habe die nicht gesehen. Sein fetten... Ich bin verstört. Ich bin verstört und mich kann man nicht so einfach verstören. Das ging schnell. Das ging sehr schnell. So, auf Otschin. So. Die Eispigment will ich hier wieder haben. Komm her. Und der, Boys. Na, da hoch komme ich nicht, oder? Ah, schade. Egal, dann muss ich halt einen kleinen Umweg nehmen. Hilft nichts. So. Ich glaube, mit Otschin bin ich sogar schneller, oder? Ja. Dann bleibe ich auch als Otschin. Jetzt weißt du, warum ich die gelöscht habe. Oh, wenn man sogar mich verstört, dann wie gesagt, mich verstört man nicht so schnell. Ich bin eher derjenige, der andere immer verstört, nicht andersrum. So, das haben wir schon erledigt. Haben wir alle Schätze? Ja, haben wir actually. Okay, perfekt. Dann müssen wir einfach nur das Tor aufreißen. Und dann haben wir es. Natürlich das Rohmaterial mitnehmen. Das sowieso. Aber ich habe es geschafft. Ja, true. Man kann damit flexen. Das ist auf alle Fälle. So, jetzt warten wir mal, bis wir das Rohmaterial gebracht haben. Dann können wir wieder back gehen. Weil wir haben ja eh alles. Nightmare Quotes. Ja, gut. Die haben mich auch verstört. True. Vor allem die von Fenja. Wow. Perfekt. Dann haben wir alles. Und gehen runter. Und die Nachrichten. Voll. Yep, das kannst du dir in deinen Lebenslauf schreiben, Bartu. Das kannst du auf alle Fälle in deinen Lebenslauf schreiben. So. Werde ich perfekt. Da bist du auf alle Fälle angenommen im Job. So. Alter, ist das ein fetter Frosch. Alter, macht sogar noch richtig laute Geräusche. Okay, aber... Okay, können wir blau und Pigment machen, aber für was? Als das eher sinnvoller ist. Blaue Pigment in Eis zu machen. Das macht mehr Sinn. Warte, soll ich dir mal Nightmares Quest? Ja, die sind echt verstört.
weiß nicht, warum hier so ein blauer Ding ist, aber ja, ich würde dann natürlich die Eis nehmen. Vor allem, weil wir noch keinen Eispigment-Zwiebel haben. Mir hat schon gewundert, weil wir müssen ja deutlich mehr Eispigment bekommen und ja die ganze Chose zu erfrieren. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit. Ich könnte auch, mach's aber nicht. Ich weiß, sie hat nicht sogar. Ich glaube, nicht alle haben Zugriff auf Nightmare Scrolls. Ach du Scheiße. Oh, der macht es sogar noch zu Wasser. Okay, der friert gleich ein. Er weckt. Greift an! Kommt her, kommt her, kommt her. Weil jetzt macht er den Stampfer! Bumm! Oh, du sollst nicht den Teich einfrieren. Danke. Aber gut, wenn man einfriert, dann ist es auch schwerer zu besiegen. Nein! Nein! Es sind nur zwei gestorben. Das ist sogar eine gute Anzahl. Das ist auf einmal 10 verreckt sind, aber nur ist nicht so. Und der Frosch ist dead. Was haben wir hier? So eine Art Beutel. Ja, so ein Geldbeutel. Beziehungsweise ja, diese uralten, ich nenne es mal, diese uralten Geldbeutel, wenn ihr die kennt, wo er nur mit Münzen reingetan hat. Diese richtig weirden da. Niemand patcht mein Eispigment in eine Eisblume. Ich hab doch Wasserpigment in eine Eisblume geschmissen. Ja, wenn Wasserpigment in eine Eisblume geschmissen, dann hab ich wirklich Eispigment. Wenn ja, ist mir nicht aufgefallen. Ah doch, dann hab ich wirklich Eis. In der Eisblume geschmissen. Eins auf. Finde ich witzig. Das Lustige ist, es ist mir nicht mal aufgefallen. Und ja, wir haben noch einen Schatz. Okay. Weil wieder noch will, dass ich noch die Eis zu Wasser mache. Imagine, Eis ist wertvoll. Wasser ist nutzlos. Das ist zumindest halt, wenn es im Kampf gesehen wird. Ja gut, einen so Nutzer sind sie hier im Game nicht, aber still. Ich meine, ich bin wenigstens froh, dass sie sehr viel Wasser implementiert haben, das zumindest, ja, links einen Sinn hat. Nein, oh. Irgendwo muss doch irgendwas sein. Oh ne, jetzt hat es die ganze Eispigment. Oh. Muss sogar actually da hoch. Ja, muss ich. Eispigment sind blau. Yes, but actually no. Ich meine, keiner sind sie blau, aber ja, hellblau halt. Ah, da ist er. Tschüss, Blaue. Nimm nur Leuchtpigment dafür umzuwandeln. Stimmt! Stimmt, danke für den Tipp. Stimmt, weil die Leuchtpigment sind dann eh für immer weg. Und dann kann ich zumindest die 5 Leuchtpigment verwenden, dass ich dann wieder blaue habe. True. Ja, komplett vergessen. Hallo, kommt ihr mal? Danke. Stimmt, dafür schlau. Weil jetzt habe ich dann wieder blau und mache somit keinen Verlust. Alzheimer ist wieder da. Nee, das war nicht Alzheimer. Ich habe nicht dran gedacht. Ich habe nicht dran nachgedacht. Was sagt die Visitenkarte? John Free aus Enoki. Leidenschaftlicher Komponist. Reist auf der Suche nach Inspiration mit einer bekannten Opernsängerin und einer Fernsehcrew. Let's go. Ein Musiker ist zusammen mit einem Fernsehcrew gereist. Vielleicht kennt er sogar die Reporterin. Ich geh mal look. Alles klar, wo? Much fun im Look. Much fun im Look. So, 100%. Das heißt, wir gehen jetzt zur Oberfläche. Let's go. So, wieder 2 Leute. Alter, Motivation steigt auch. Ich muss mal langsam die ganzen Dinger da leveln. Ich glaube, es wird mal Zeit.
und sehr, sehr viel Stuff. Was haben wir alles für Stuff? Also, wir haben eine mütterliche Skulptur, ein falscher Lolli, Meister des Geschmacks, Sonnenkernbeere, gekühlte Kugelbeere, charmantes Gummiteil, bezauberndes Gummiteil, Fallgrubendeckel, Octoplus, nicht Octopus, Monstergebiss, geheimnisvoller Quetschfisch, Geisterschwert, Bürste der Vernunft, Habgiergenerator, Goldklumpen und Kreaturen. Höhle komplett erforscht, sehr schön. Und ja, wir haben actually nicht mal so viel Plus gemacht an Ice Pikmin, schade. Mach nichts Dummes, Patze, sonst bist du gebannt. Alles klar, Fubi, ich kann's ja auch machen, auch wenn ich nicht so hart auf den Chat fokussiere, ich kann's auch machen. Wie du am Anfang des Streams gesagt hast, ja, ich bin doch hellwach, wir können länger streamen. Digga, meine Müdigkeit kickt jetzt anders. Ich glaube, ich trinke mal ein bisschen größeren Schluck von meiner Spezi. Als 22 Uhr will ich schon noch streamen. Und die Zwiebel wird erweitert. Yay. Oh, Palane Marsch, let's go. Dann mache ich die letzte Trino und den letzten Schluck in der Dose. Jetzt ist sie leer. Pet Moment, yes. Kann 10 Pikmin mehr mitnehmen. Yay. Okay, dann werde ich sogar die Lilanen behalte. Behalte ich die Lilanen? Okay. Aber die Zeit geht zumindest halt runter in Dungeon. Zwar sehr langsam, aber die geht runter. Immerhin. So, wir haben schon 71%. Sehr schön. Ich würde mal sagen, wir haben ja hier noch einen Dungeon. Dann einen Dundu. Der war laut. Ich würde mal sagen, wir machen am nächsten den Dondori und den Dungeon. Und wenn wir dann noch Zeit haben, okay, hier haben wir auch noch Stuff, das müssen wir auch noch machen. Wenn wir dann Zeit haben, will ich actually sogar hier hingehen. Weil da ist safe ein Boss. Und den würde ich dann machen. So, dann würde ich Tag beenden. Yep, beenden. Da, wo die Mauer war, war ich noch nie. Okay. Ich dachte, du hast das Game komplett durch. Aber da wahrscheinlich noch nicht. Oder vielleicht gibt's da auch nichts. Mal gucken, I don't know. Aber ich gehe trotzdem dahin. Wie gesagt, ich traue das Game halt nicht so. Habe ich, okay. Da war da wahrscheinlich nichts. Ich gehe aber trotzdem dahin. Ich gehe aber trotzdem, mein. Selbst wenn so Gegner sind, besiege ich halt die Gegner. Dann besiege ich halt die Gegner. Ist auch eine gute Beschäftigung. Ich habe vergessen, was dort war. Ja, das kann auch gut sein. Dann kickt aber bei dir der Alzheimer. Mach mal ein Bild ein bisschen größer, so ist mir lieber. Ich muss ja theoretisch nicht immer den ganzen auf den Monitor gucken. Ich kann ja auch bei mir an sich und Stream gucken. So, wir haben sogar 4 Leute geholt. Na, ist sehr schön. Und sehr, 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 Wohlgemeinschaftsbehausung und natürlich ein entzückendes Gummiteil. Ja, von 75 auf 71%, das hört sich immer gut an. Und ja, es sind viele gestorben. Ach du Scheiße. 66 Blaue, also sind diesmal sogar mehr gestorben, als wir gekeimt haben. F. Auf alle Fälle salutieren wir die gefallenen 66 blauen Pikmin. Ich
bin jünger als du. Das ist trotzdem keine Ausrede für Alzheimer. Im Gegenteil. Es gibt da etwas, das mir Sorgen macht. Dass die Kreaturen dieses Planeten sehr aggressiv und sie haben diese roten Augen. Sind wir überhaupt sicher? Bleib einfach im Raumschiff und kein Problem. Selbst wenn wir angegriffen werden, wird uns Digo beschützen. Stimmt doch, oder? Ja, klar. Boah, was hat das jetzt mit mir zu tun? Das stimmt natürlich. Tut gut, das zu hören. Ich danke dir, Digo. Mein Sangesbill, welcome back. Bro, ich lese einfach nur den Chat und sehe da so ein Flackern im Hintergrund. Da wusste ich, okay, jemand spammt die Posts. Boah, klar doch, ist mir doch ein Vergnügen, ne? Was für ein Ärger, ne? Aus der Sache komme ich wohl nicht mehr raus. Fuck, Mann. Olimar-Rettung, okay, jetzt haben wir eine neue Hauptmission. Jetzt aber nicht mehr die hier, sondern die hier. Let's go. So, und ich würde mal sagen, jetzt ist mal Zeit, dass wir Otchin mal leveln. Tag 26. So. Rippern unser... Oh. Okay, ich glaube, unser Ding wird erweitert. Aber juckt erstmal. So, ich will erstmal trainieren. Und zwar, jetzt holen wir mal die Megakraft. Machen wir. Finde ich witzig. Den. Boah, Megakraft 2. Ja, komm, warte, lass mal erstmal noch. Den Mega Hops. Hui. Oh, Ligma. Yes. Oh, Ligma Balls. Witzig. Der Mega Sprint. Kreaturen betäuben. Der hört sich sehr gut an. Da steht nicht Hops. Kann sein. Flippen und Graben brauche ich auch auf alle Fälle. Drei Knusperknochen, sehr schön. Oh, ja, ja, ja. So, dann gehen wir zu ihm. Labor. Und gucken mal, was es gibt. Da brauche ich nicht wirklich. Stirnlampe. Elektroschutz. Ja, gut für die Dinger, Boy. Jawohl, will ich langsam sogar holen. Dann holt erstmal einen Flammenschutz für Otchin. Der ist sehr wichtig. Luftschild ist wahrscheinlich, dass er. Okay. Frostschutz. Schatzanzeiger. Aha, den will ich. Und ja, mehr bleibt uns eh nicht übrig. Giftschutz und Antihaftstiefel. Boah, Alter, Antihaftstiefel sind teuer. Darf ich mal, dass es dann später ein bisschen mehr Gift gibt. Dass die auf alle Fälle noch einen Nutzen haben. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir weiter in die Expedition. Aufbrechen! Dann machen wir mal stille Ufer fertig. Wie gesagt, einen Dungeon haben wir noch. Sie haben auf alle Fälle einen Dungeon, ein unerkundigtes Gebiet, ein Dondori und wahrscheinlich nur einen Boss. Die will ich auf alle Fälle noch hier heute noch machen. Also ich versuche zumindest heute das Gebiet auch fertig zu machen, wenn wir noch Zeit finden, vielleicht noch ein paar Nachtexpeditionen zu machen. Du warst ja immer noch nicht ganz oben. Ja, und dann noch ganz oben. Muss ja eh nochmal auf die Karte gucken. Und welcome back, Sheep! So. Na, mal gucken, aber ich glaube, ganz oben muss ich auch noch. Wait. Erstmal nochmal die Karte. Genau da, stimmt, da war ich auch noch gar nicht. Ja, genau, da muss ich noch meine Waterboys nehmen. Da ist auch noch ein Schatz. Da auch. Ach, scheiße. Unten aber noch sehr viel unerkundigtes Stuff. Da ist auch noch ein Schatz. Nur 500 Punkte, da habe ich 20.000. Let's go. Bin gerade mit zwei Polen und einem Russen im VC. Welches Game? Schieb. Ich würde eigentlich. Das Ding ist halt gut, okay, wenn es mal Russen als Polen, ich gesagt CSGO.
Nein, sonst Pigmänner holen. Pigmänner, so. Verlierende werden wir empfohlen, das heißt, ich nehme ihn auch mit. 35. Und 35. So. Machen wir auf der Two-Quarter. Ah, let's go. Du brauchst da privates Turnier, ist gerade Pause. Ah, zockst du ein Tourney. Dann good luck und much fun. Good luck und much fun. So, muss erstmal hier hoch. Hier ist Safe Call, was? Ja, diese Krabbe hier. Ja, Imagine, du greifst an. So, Ultramotivier-Spray nehme ich auf alle Fälle gerne mit. Ja, da ist safe irgendwo ein Gegner. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen mal hier buddeln, oder? Ja. Nö. Irgendwo müssen wir Safe Call buddeln. Ah, hier müssen wir buddeln. Das ist Alpha Bracket, da gibt es 20 Teams. Oh, let's go. Let's go, let's go. Gefühlt der einzige Deutsche. Ah, mein. Und eine leckere, saftige Mango. Lecker, lecker. So, dann haben wir da hinten auch nochmal einen Schatz. Aber ich hole dann mal meine Pigment Squad zurück. Boah, will schon ganz reinbeißen, not gonna lie. So. Dann haben wir fast alle Früchte, I guess. Beziehungsweise fast alle Tropengenussfrüchte. Fehlt uns nur noch eins. Okay, hier ist ein Schatz. Wieder zum Graben, oder? Ja. Ja gut, wenn da sehr viel Sand ist, macht es auch Sinn, dass man hier viel graben muss. Macht auf alle Fälle Sinn. Ah, und hier ist der Dondori. Da, ein Labling. Dondori jederzeit. Dondori überall. Noch einmal Dondori, noch einmal und... Bei, ja, da gucken wir uns später an. So. Auf alle Fälle. Eine Zwetschge. Sehr schön. Okay, die holen wir uns dann bald. Ich sehe auch, dass hier ein Dungeon ist. Genau. Ah, das ist... Wait. Das ist hier in Sicht. LOL, die muss ich nur ausgraben. Lol, ich habe mir schon gedacht, hey, ich war in diesem Gebiet, warum wird mir hier kein Dungeon, warum wird mir hier kein Dungeon angezeigt? Ach so, weil ich den ausbuddeln muss. Ich frage mich dann, warum werden Geld nicht empfohlen. Seine Innerzeile ist eine Schätze und Kreaturen. Alles gut. Es ist das chillige Dondori. Auf Schwierigkeits 3. Eiswege. Das Wasser gefrieren, Abkürzungen zu schaffen. Für die Eispigmen, yes. Für die Wasserpigmen ist es egal, die können ja eh unten durch. Ihre Dinge sind wertvoller, aber schwer zu transportieren. Wenn du transportierst, ist wichtig. Dort zeigt sich dein einziger Wert. So. Aber wait a minute. Das Problem ist, ich komme hier noch nicht hoch. Okay, gut. Aber wir gehen erstmal Stück für Stück. Okay, wir haben hier so einen Matsch. Das ist natürlich kacke. Brauchen wir sogar 10. Der Otsche kann ich noch nicht holen lassen. Da. Ich habe eine Idee. So, Otsche, kämpf du erstmal gegen den Hundi. Nice. So.
Ah, okay, dieses Matsch ist einfach nur da, damit ich stuck bleibe. So, dann haben wir hier noch Schwämme. So, aufsteigen, abspringen, transportieren. So. Okay, ich glaube. Ah, nee, die Eispigmen sind einfach da, damit es gefroren bleibt. Okay, immerhin. Leg gut, mit der du beginnst. Ja, ja. Erstmal hole ich mich hier langsam meine ganzen Pigmen nochmal ran. Ja, beziehungsweise ich kann jetzt schon den Viech hier angreifen. Wenn ich hier eh nochmal blaue bekomme. Archie kommt eh von alleine. Nice, sehr schön. Okay, 40. Das heißt, ich lass mal hier ein paar Ding graben. So, währenddessen. Okay, hier sind auch noch mal blaue. Ihr könnt, wie viel brauche ich für die Ente? Ah, nee, da muss ich das erstmal auftauen lassen. Nice, so. So, dann 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. Okay, perfekt. Wir gehen dann über das Eis. Wie hat du heute dein Small Fry genannt? Quack, quack. Let's go. Ente 4 existiert in diesem Spiel. Yes. Ente 4 ist überall. So. Ah, Otschi kann den leider nicht nehmen. Oh, als ob ein Pigment. Na, egal. Otschi, den nimmst du. Okay, die nehmen das Gold. Dann haben wir die Oktopusse. Okay, dann hier das Schiff. Dann haben wir hier noch mehr blaue. Sehr schön. So. Zack und zack. Ah, okay, let's go. Effiziente Aufteilung, wichtig für Dandori, yes. Okay, dann haben wir 4, das heißt, wir können die blauen Pigmen auf alle Fälle hier benutzen. So, der eine kann hier das ganze Gold ausgraben. Oh, schön. So, wisst ihr was, Otschin kann... Ah ja, ich kann nicht unter Wasser. Oh, fuck, Alter. Obwohl. Ich schicke erstmal einen Teil daher. Ihr könnt auf alle Fälle den Schwamm da mitnehmen. Nice. Kyo, wenn er noch live ist, gerne. Nein, nicht du, Otschin. Nein. Ein Pigment, danke. So. So, dann flicken wir erstmal. Ja, also wie gesagt, mal gucken. Also ich bin auf alle Fälle bis 22 Uhr live, wenn er dann noch live ist. Jo, wenn nicht, dann ja, suche ich mir jemand anderen und kriegst die Kanalpunkte zurück. Als ob da noch ein Pigment gefehlt hat. Oh. Hier, nimm den Sushi. So. So, der Rest kümmert sich noch hier drum. Ja, er tragt noch schön das Gold. Okay, haben wir sehr viele Eisblumen. So, dann bauen wir hier eine Brücke. Okay, wir haben schon Silber, das ist schon mal sehr nice. Eine Minute. Ich bin sehr gespannt, wie ich diese Ente holen kann. Na, aber das Wasser bleibt ja gefroren. Ich kann ja nichts dagegen machen. Hm. Sonst habe ich nichts, oder? Nö.
kann aber dieses Wasser gefrieren lassen. Auch wenn es eher wenig bringt, aber ich kann es machen. Und wisst ihr was? Der Rest der Bande nimmt sich einfach hier das ganze Gold mit. Oh, komm, 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 wir schaffen das noch. Komm, ich will zumindest noch Gold haben. Der ist erst live gegangen. Ah, dann, let's go. Und nein, es zählt so wenig für Gold, als ob. So fucking knapp, Alter. Ein Goldklumpen hat gefehlt. Nicht dein Ernst. So, du rufst ja wieder zurück. Ja, wie gesagt, wenn er jetzt eh gleich live gegangen ist, dann klar, why not? Hello, hello. Dann why not? Wenn er gerade live gegangen ist. Na, aber das ist halt immer so meine Sorge, weil es gibt's halt, weil oftmals wird halt Kanalpunkte gesetzt, dass ich den und den raiden soll. Und dann streame ich halt ein bisschen länger als geplant und dann ist er halt nicht live, you know what I mean. Und ja, dann muss ich halt immer, also ja klar, jetzt kann ich easy Kanalpunkte zurückgeben, aber damals war es halt nicht so und dann, ja. Waren das halt wasted Kanalpunkte, you know what I mean. So. Was ist das für ein Emote? Bad luck. Oh. So, 1, 2, 3. So, dann würde ich mal sagen, die tragen das Ding und währenddessen graben wir den Dungeon mal aus. Wisst ihr was? Ihr könnt auch die Leiche mal mitschleppen, weil wir gesagt haben, die Blauen haben echt viele Verluste gemacht. Ah, let's go. So, dann warte ich erstmal. Der Dory zählt ja auch gefühlt. Der Dory sei schon. Dungeon zählt ja auch gefühlt wie ein Schatz. Hab neue Emotes. Oh, let's go. Ah, der Small Frame. Nice, nice. Ich glaube, den einen Small Frame, den habe ich schon gesehen. Den habe ich schon gestern im Stream gesehen. Oh, nice, nice. Mir triggert, dass ich hier nicht die Station bauen kann. Ich kann sie hier machen, aber ja, gut, da bringt sie jetzt erstmal noch nichts. Ja, ich lasse sie erstmal schleppen. Ja, die können die Eier schnell kaputt machen. Ui! Ein Ding ist Rohmaterial. Bitte mitnehmen. So, hier sind sie natürlich schneller. Unserer Base. Oder ist die hier? Nee. Hier unter Wasser ist sie auf alle Fälle nicht. Ah, da ist sie. Weil ich übersehe einfach meine eigene Base. Finde ich nicht witzig. So, Fehler PNF hier nur wer. Sage es BL Dice of Cringe. Mann, können wir nicht ein rohes Material mehr haben für die wunderschöne Zahl? Schade. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir rein in die Eissauna. Je weiter ich in den Untergrund vordringe, umso kälter wird es. Als wäre ich in einer Art Kältesauna. Mein Raumanzug schützt mich. Und die Pikmin zittern. Ich frage mich, ob es eine Möglichkeit gibt, sie aufzuwärmen. Eis und blaue, okay. Wisst ihr was? Diesmal nehme ich sogar mehr Eispigment mit. Ich habe das Gefühl, dass sie hier nützlicher werden. Beziehungsweise nützlicher sind als halt die blauen. So, mal gucken. Aber wenigstens wird gezeigt, wie viele Schätze es hier gibt. Also es gibt insgesamt 5 Schätze. Das ist auf alle Fälle sehr hilfreich. Also beziehungsweise in Ebene 1. Mädchen insgesamt. Das wär's. Das wär's, wenn's insgesamt wäre. So, ja. Und sie braucht sehr viele Eispigmen. Für Gold! Yay!
So, dann haben wir hier Gift. Ich glaube, ich brauche wieder Dings, die Leuchtsam. So. Ich brauche ja spezielle Pigment für Gift, brauche ich ja noch. So, dann nehmen wir mal blaue. Wenn sie ein bisschen gefährlich wird, oh ja. Ja, da ein paar blaue eingefroren, schade. Wenn nicht, dann werden sie noch mehr einfrieren. Na, actually noch nicht. Okay, ein Eisfrosch. Ah, der lässt so eine Eispfütze machen. Okay, das ist cool. Boah, wie die Stück für Stück ihre Dinger verlieren. Oh, das ist Pain anzugucken. Dann brauchst du dich, bekommst du eine neue Art. Ja, okay, aber wahrscheinlich ein bisschen später. Ist egal, I mean, ein paar kann man immer gebrauchen, you know what I mean. Ah, oh, da sind der Bräs vereist. Ja, die ist sehr, sehr kalt. Der Dungeon ist sehr, sehr kalt, würde mir persönlich sogar gefallen. Ja, Rohmaterial kannst du mitnehmen. Warte, absteigen von Otschen. Ah, genau hier bekomme ich die. Und zwar weiße Pikmin. Eine Goldklumpen wurde transportiert. Yay! Ich glaube, jetzt müsste ich langsam mal alle Arten haben. Jetzt haben wir also weiße Pikmin gefunden. Ich kann es kaum erwarten, herauszufinden, über welche besonderen Eigenschaften diese Kärchen verfolgen. Weil die seltenen weißen Pikmin etwa aus Königsblumen, die tief in den Höhlen blühen. Die Pikmin sind klein und schnell, aber nicht sehr angriffsstark. Während sie giftig genug sind, um einem Pumpkäfer gefährlich zu werden, sind sie selbst gegen Giftgas immun. Let's go. Gift? Das kann wahrscheinlich nichts anhaben, aber sei bitte trotzdem sehr vorsichtig, wenn du sie einsetzt. Jetzt hast du weiße Sklaven, yes. Ja, weiße Pikmin sind ganz cool, und zwar die sind die schnellsten und ja, wie gesagt, sind auch gegen Gift resistent. Sehr, sehr praktische Viecher auf alle Fälle. Ah, schade, die habe ich aus Versehen gepfiffen. Ja, habe ich keiner die Glow Pikmin ein bisschen gewastet, aber egal, die brauchen wir immer. Mit Glow Pikmin sind halt die Notfalls Pikmin, die du immer auch noch auf was anderes draufwerfen kannst. Ich meine, die können ja eh alles. Hier, ich will, dass du schneller besiegt wirst. Hier, Glow Pikmin. Mit dir ist kein Schwanz mit. Das würde Nabu machen. Wenn die 300 weißen Pikmin-Sklaven. Die 300 weiße Pikmänner. Okay, der ist Eis, oder? Yes. Oh mein Gott. Also dieser Dungeon gefällt mir einfach nur, weil es arschkalt ist. Da würde ich mich pudelwohl fühlen. Ja, weil kann ich die Glow Pikmin einfach dafür benutzen. Ja, sehr schön. Okay, die chillen einfach nur um ihr Leben. Schade. Ja, hier haben wir auf alle Fälle irgendwas. So, dann nehmen wir mal die blauen weg. Haben wir irgendwas Schönes? Ne, haben wir leider nicht. Schade. So, dann kann der Weiße das mal abschleppen. Blauen sind eingefroren und... Ui, Kiwi! Let's go, sehr schön.
Okay, Nektar, sehr wichtig. Vor allem für die weißen Pikmin. Oder haben die weißen Pikmin überhaupt noch die Schnelligkeit, also dass sie die schnellsten sind oder nicht mehr? Zumindest kommen sie mir ein bisschen langsamer vor. Ist da was im Buddel? Nö. Haben wir alles durch? Ja, haben wir. Und es ist nur eine 3-Ebene Dungeon. Also eher ein kleiner Dungeon. Aber auch nicht schlecht. I mean, ich glaube, wir hatten jetzt ein bisschen längere Dungeons gehabt und jetzt würde mir sogar ein kurzer Dungeon sogar gut tun. Ja, sind immer noch die schnellsten. Alles klar. Okay, weil die kamen aber nicht so schnell vor. Also, gut, in Pikmin 3 waren sie sehr schnell. In Pikmin 2 kann ich sie leider nicht wirklich sagen, aber da waren sie auch schneller. Aber ja, in Pikmin 4 kommen sie mir nicht so schnell vor, wenn ich ehrlich bin. Also, sie kommen halt ein bisschen langsamer vor als halt in den Vorgängern. You know what I mean? Bah, kurze Dungeons. Moin Glacy, was geht? Willkommen im Stream. Ja, es geht, ich mag. Keiner die kurzen Dungeons und der kam sehr gefährlich. Okay, ich merke gerade, es ist sehr kalt. Ein Moment, ein Pikmin zittert, weil es ihm kalt ist. Es muss etwas geben, was wir da tun können. Wenn der zitternde Pikmin zu der Pfeife rufst, können sie auf Archen klettern, um sich aufzuwärmen. Aber warum ist es dort eigentlich unten so überhaupt so kalt? Okay, also denen ist es viel zu kalt. Und ich merke gerade, dass Ott schon ein bisschen rutscht. Kann das sein? Nö. Okay. So, was haben wir hier? Okay, einfach nur einen fetten Eisblock. Ich glaube, die sind nur 1,5 so schnell, nicht doppelt so schnell. Ja, gut. Macht es keinen Sinn. Ach, das ist, glaube ich, einfach nur ein Eisblock. Und das lässt sie komplett erfrieren. Oder ist es an sich hier unten eh so kalt? Okay, das kann ich doch zerstören. Ah, das liegt einfach daran, dass den Arsch kalt ist. Wegen die Eisblöcke und so, I guess. Ah. Alter. Ey, ohne Witz, ich würde da so gerne in diesen Dungeon chillen. Ich als kälteresistenter Mensch. Und ja, ich merke, ja, dieser Dungeon hat einige Fallen. So. Ach cool, ich kann auch mit Motion Kite auch bewegen. Ah, es ist komplett eingefroren. Ich glaube, ich muss die ganzen Eisblöcke auftauen. Wo fällt denn der hin? Ah, hier. Gut, dass ich auf alle Fälle mehr Eispigment mitgenommen habe. Peter hat genau den gleichen Fehler gemacht wie ich. Finde ich witzig. Was meinst du? Keine Ahnung, was du mit Fehler meinst, aber... Abwarten, I guess. So, dann holen wir erstmal noch wieder Weiße. Was gab's denn hier schon für Boss-Action, bevor ich vor Spoilern rede? Also ich glaube, also meine Vermutung ist es, dass es vielleicht, glaube ich, der letzte Dungeon noch ist in diesem Gebiet. Also wir hatten diese Disco-Spinne gehabt, wir hatten... dieses eine Viech gehabt, was diese Pikmin überrollt. Also ich glaube, wir hatten, also ich bin ja im dritten Gebiet, ne? Und ich glaube, wir hatten da sogar fast alle Bosse, wenn nicht sogar alle, I guess. Ach du Scheiße, ich muss auf Watch schon absteigen, aber die Pikmin erfrieren. Na, actually never mind, also ich kann ja die Eispikmin rüberwerfen. Absteigen, aber nur ich absteigen. Na, der Dings geht noch. Oh. Absteigen. So, was ich einfach will, ist alle entlassen. So, denn dann nehme ich Otchen. So, weil ich behalte mal Wassergespenst leider verpasst. Yes. War aber ganz funny. Okay, den Rest brauche ich nicht. Ach, wisst ihr was, ist mir egal. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das ist ein Schneeball. Ja, moin. Ich würde mal vermuten, dass das Eispigment nichts ausmacht, der Schneeball.
Ja gut, ich glaube die anderen auch nicht. So, aber aus irgendeinem Grund erfrieren sie jetzt nicht. Ich glaube, das liegt wirklich einfach nur daran, weil es das Eiszapfen da war. Hab gehört, wie wiederholen die Höhle. Für was? Ich habe ja fast alles. Ich habe ja alles dort gemacht, deswegen. Oh, zwei Eiszapfen fallen darauf. Und natürlich hier der Gegner. Ich glaube, meine Pikmin erfrieren langsam. Als ob die Weißen so andere Geräusche machen. So. Na, Spielstand, sehe das Problem nicht. Ja, imagine einfach. Bin so, keine Ahnung, bin mehr als die Hälfte durch vom Game wahrscheinlich. Ja, erstmal resetten. Because why not? So, nimm mal die blaue und ich hoffe, ihr friert nicht. Doch, ihr friert ein. Scheiße. Okay, dann müssen wir mit dem Collecten abwarten. Ich glaube, das ist sehr kalt. Ja. Wir können nicht sterben vor Erfrieren. Die Hälfte. Guter Witz. Also es ist doch größer, als ich dachte. Huch. Also bin ich wahrscheinlich nicht mal mit der Hälfte durch. Ach du Scheiße. Fand es lustig ist, ich bin am Spekulieren. Ja, schaffe ich noch bis zu meinem 24-Stunden-Stream Pikmin 4 fertig zu werden? I mean, das Pikmin ist ja an sich ein kurzes Spiel, so you know. Müsste ja eigentlich das so früh fertig bekommen. I mean, da könnte ich ja mit meinem anderen Projekt anfangen. Ja, guter Witz. I guess es war ein guter Witz. Boah, ich hasse diese Spinnenviecher, ohne Witz. Ja, und ich glaube, einiges blockiert den Weg der Pikmins. Das Problem ist, ich muss ja irgendwie das Eis auftauen. Ja, aber das sind die ganzen Schätze, aber die kann ich ja nicht mehr tragen. Ich muss ja irgendwie das Eis auftauen. Die Frage ist halt nur, wie. Eispicken aufs Wasser bringt ja auch nichts zu werfen. Nö. Das bringt ja gar nichts. Ich muss das Wasser irgendwie auftauen können. Hab 100% im Allen und hab 30 Stunden Casual. Okay, das ist mit Abstand wirklich das längste Pikmin-Spiel. Das ist wirklich ein sehr langes Pikmin-Game. Ach du Scheiße. Boah, mal gucken, ne? Ah, ich glaube, ich muss die ganzen Eisdinger zerstören. Nehmen wir auf alle Fälle Eisdinger. Ah, okay, gut. Es liegt einfach nur wegen die Eisdinger. So, hoffentlich ist jetzt hier Wasser. Ja, jetzt haben wir hier Wasser. Sehr schön. So, dann tragen wir mal die ganzen Schätze ab. Das wäre sehr gut, die warten hier noch. So, kämpfen wir schön. Ja, wenigstens beißen die noch nicht ab, sondern ja, die fangen die einfach nur in ihren Mund. So, let's go. Nice, nice, nice. Es kommen immer noch ein oder mehr Gebiete. Ich habe 69 Tage gebraucht, um das Spiel zu beenden. Batu! Nice! Safe gewollt, safe gewollt. So, also es wird auf alle Fälle ein langes Projekt, das kann ich schon mal sagen. Weil ich dachte, ja, Pikmin wird schön ein kurzes Projekt, dann kann ich sofort mit dem nächsten anfangen, bis dann Mario Wonders kommt. Ich glaube, ich muss Luigi's Mansion 3, das wird ja mein nächstes Projekt nach Pikmin. Aber ich glaube, ich werde Luigi's Mansion 3 bis jetzt speedrunnen müssen. Damit es nicht zu hart mit Mario Wonders kollidiert. Neue Visitenkarte. Kaya aus Nischki. Mitglied des Geowissenschaftsclubs. Allerdings führt ihr Beobachten von Wolken selten zu wissenschaftlichen Durchbrüchen. Eine Studentin. Aha, ein weiteres Mitglied des Geowissenschaftsclubs. Ihre Dozenten und anderen Studentinnen werden froh sein, sie wiederzusehen. Und wir sehen ihr also schnell raus. Jetzt mein Hund komplett.
All Sidequests, alles Platin, DZ. Let's go. Okay, du hast dann wahrscheinlich nochmal alles gemacht, um Platin und so zu holen. Ja, okay, das ist... dann dauert es natürlich nochmal länger. Ja gut, die Dodoris werde ich nicht noch einmal machen. Also werde ich nicht alle noch Platin machen, aber... Ja, alle Schätze werde ich auf alle Fälle machen. Also alle Schätze und ich werde auch versuchen, bestmöglichst, auch noch die ganzen Dinger voll zu leveln. Also Ocean voll zu leveln. Den Captain voll zu leveln. Halt alle einfach mal ein bisschen voll leveln. Das will ich auf alle Fälle schon versuchen. Ich hätte 90% der Drills the first try in Platin. Oh, let's go. Okay, brauche ich Wasser. Oder einfach Dinger. Aber die Glow Pigment, die können ja auch übers Wasser. Haben wir hier noch Schätze? Nö, haben wir nicht. Wir haben nur hier. Nee, was? Nö. Achso, ja, hier wieder Eispigment, die nicht weiter vorankommen. Ich meine, ich könnte ja Wasser einfrieren, aber. Für was habe ich Wasserpigment, die nichts machen? Geil. Komm schon. Sie haben echt keinen Bock. Komm, tragt. Tragt. Digga. Geht doch. Ja, die Blauen haben echt keinen Bock, den Monster zu tragen. Alles Platin, ganze, Platin, ganz Pigment, alle Schätze, alle Zwiebeln, alle Gebiete 100%. Ach du Scheiße, nicht schlecht. Ja gut, aber da macht 30, 40 Stunden sogar keiner Sinn. Also gut, wenn man wirklich alles, also wirklich zu 100% macht, also wirklich, wirklich alles. Ja gut, dann understandable, dass man so lange braucht. Ja, ja, macht Sinn. Also... Gut, die ganzen Dodoi so zu 100%, das werde ich vielleicht privat machen, aber nicht on stream. On stream werde ich halt wirklich nur auf das, ja, halt auf die Story fokussieren und halt alle Schätze zu sammeln. Aber so Dodoi auf Platin und so, das werde ich vielleicht, Dings machen, off stream. Mutachi, Smacks, alle Nachtmissionen, ah, let's go. Ja, Nachtmissionen will ich auch mal alle versuchen zu grinden. Ja, aber ja, letzte war verdammt schwer. Mal gucken. Dann kann ich mich auf alle Fälle auf ein langes Projekt gefasst machen. Vielleicht sogar eine Umplanung der Projekte. Also mal gucken, ob ich doch überhaupt schaffe, Luigi's Mansion nach Pikmin zu bringen. Weil vielleicht dauert Pikmin ja lange und vielleicht haben wir dann eh Mario Wonders vor der Tür. Weil Mario Wonders wird auf alle Fälle dann beim Release gestreamt. Und ja, Luigi's Mansion 3 war ja eigentlich als Zwischending gedacht. Aber gut, wenn es so lange dauert, dann brauchen wir doch kein Zwischending, I guess. Vielleicht könnte ich ja... Ah, okay, da muss ich vereisen. Nice. Und verfahren. Die letzte ging eigentlich voll, nur mein Perfektionistenhirn hat 5-mal eine Runde hier durchgekommen. Wer restartet, einen perfekten Weg zu finden. Ah, let's go. Ah, du willst einfach die du willst einfach den Perfektionismus noch machen. Uff. Ja, fühle keiner. So, es ist wieder arschkalt, dass alles erfrieren will. Das heißt, alles Eisige erstmal zerstören. Nice, okay. Dieser Eisblock. Kommt her. Nice. Okay, den kann ich nicht vereisen, aber ich kann hinten schön angreifen und die Eissplitter werden dessen. Holy moly, es wird ein Spaß, die dann alle zu zerstören. Jetzt macht das auf, nice. Gefährlich. Weißt du, was ich mache? In die Tasche und jetzt holen wir mal Ultra Motivierspray, denn ich habe eh mehr als genug.
Ja, alles gut. Ah, stimmt, das ist das erste Mal, dass ich sie use. Ja, komm. Muss ich. Komm, vielleicht schaffe ich es in einem Zug. Ah, schade. Sehr knapp. Komm, mach deine Dinge auf. Nice. Komm, jetzt schaffe ich es auf alle Fälle. Sehr schön. Oh, der war sehr knapp. Hier braucht er 30. Ja, warten wir noch ab. Nein. Oh, der Auto eben schon wieder. Und man sollst du auf die ganze Eiszapfen gehen. So. Oder eigentlich sind nur diese Eiswürfel hier wichtig, oder? Ja. Boah, imagine die ganzen Eiszapfen erstmal kaputt machen. Also muss ich sogar keiner. Ah, hier ist auch noch ein Schatz. 50. Okay, natürlich nehmen wir das alles mit. Alles da drauf werfen. Den Safe wird es hier geben. Ah, okay, hier ist der Ausgang. Okay. Mein Handy hat vibriert, chillig. Ich hoffe, wenn du das nicht gehört. So, auf alle Fälle. Die Weißen nehmen den mit, damit er schneller ins Ziel kommt. Genau. Ja, lass sie mal los. So, ihr nehmt den Gegner mit. Ah, bin jetzt fertig. Let's go, Sheep. Welcome back. Wie lief's? Mit 1 zu 200%? Ja. Also die ersten zwei Welten habe ich zu 100%. Gut gemacht. Jetzt sehen wir uns mal, was die Visitenkarte verrät. Wenn der aus Enohai ist überzeugt, dass noch nicht erforschte Planeten Kunst am nötigsten haben, also versammelte sie ein Filmteam und flog los. Sind Platz 4, let's go, GG's. Hm, ist es nicht die eine Opernsängerin, die ständig im Fernsehen ist? Sie ist bekannt für ihren Auftritt in, wo war es nochmal gewesen? Ah gut, jemand von der Fernsehcrew, da sind Mobbys sehr freuen. Und vier... Dritten waren, glaube ich, Franzosen. Ah, let's go. Na, aber trotzdem, GG's. Zwei waren Mischung aus Russen und Spanier. Hm, let's go. Na, aber cheap auf irgendwelche GG's. Mal gucken, was es hier gibt. Diese Eisdinger dauern so lang. Holy shit. Wow, Nektar. Nee, ich habe sogar alle Blüten, also bringt eher wenig. Was haben wir hier ein schönes? Oh, sehr viel Nektar. Bringt eher wenig. Okay, für den einen Eispigment, maybe. So, aber die Eiszapfen müsst ihr jetzt nicht mehr besiegen. So, Alter, wir haben alle Blüten, Alter. Dass wir das mal erleben? Ja gut, vielleicht ein paar, aber sonst sind fast alle Blüten. Der erste war ein Deutsch. Let's go. Ist nice. Ich glaube, wir haben einen guten Stream, Hunde... Yeah, Bots, die es wieder auf Deutsch gibt. Yeah, ganz was Neues. Oh, habe ich schon geblockiert. Oh. Und sperren. Perfekt. Na krass, dass sie es jetzt auch auf Deutsch machen, weil damals war es ja nur auf Englisch. Ja, keine Ahnung, wann Twitch mal diese ganzen Bot-Nachrichten mal los wird, weil, ja gut. Generell, also das mit den ganzen Twitch-Bots und so weiter, das ist echt furchtbar. Ich wollte noch lesen, was er geschrieben hat. Bro, der hat Werbung gemacht. Wie, ja, willst du 100 Zuschauer im Stream haben? Ja, du kannst gerne Zuschauer kaufen, gibt sogar einen Rabatt. Ja, wow, imagine, ich erkaufe Zuschauer. Boah, das bringt ja auch nichts, wenn du 100 Zuschauer hast und niemand guckt wirklich dein Stream. Oder schreibt in den Chat so und lookt einfach nur rum für gar nichts. Das bringt ja auch nichts.
8 Stück reichen, Pat, eben. Lieber habe ich 8 Zuschauer oder 6 Zuschauer, die aber on stream wirklich dabei sind, anstatt einfach nur so Fake-Zuschauer, you know? Weil die kann echt niemand gebrauchen. Verkleidete Delikatesse, Erinnerungsfragment, eine reiche, reine Schmiere, nicht reiche Schmiere, Mensch überreich. Nachdenkliche Statue in Goldklumpen und Kreaturen. Und komplett erforscht. Und ich glaube sogar Deathless, oder? Ja, let's go, endlich mal in Deathless. Ich bin auch erkauft, ja, natürlich. Sheep macht das nicht freiwillig. Der weiß nur, dass er irgendwann einen Döner von mir bekommt und deswegen ist er gezwungenermaßen in den Stream zu gucken. Mhm. Genau so, nicht anders. Mhm. Genau. Deswegen, ich habe ihn auch bezahlt, dass er natürlich Batu ärgern soll, ne? Natürlich. Weil Batu mir manchmal auf den Sack gegangen ist, Discord. Ich habe keinen Bock drauf. Deswegen habe ich gedacht, so, ja, komm, Sheep, hier. Hast du einen Fünfer, beleidige mal Batu die ganze Zeit. Appet will Treffen für Döner nicht gönnen. Bro, Sheep, wenn wir uns irgendwann mal treffen, ich würde dann Döner gönnen. So ist es nicht. So ist es nicht. Was für eine Lüge. Ja, natürlich. Ist alles nur da, um Batu zu ärgern. So und nicht anders. So. Dann brauche ich mal meine Wasserdudes. Ich find's mal kacke, dass es hier nur 3 Zonen gibt und der eine ist hier in der Mitte für alles. Genau, dann nehme ich meine Wasserdudes und versuche zumindest mal an dem Tag noch den Schatz zu holen. Und ich glaube dann am nächsten Tag machen wir die letzten Schätze und ich glaube dann war's das auch. Wie Prozent haben wir? 97, ja. Also ich glaube, es waren nur die 2, maximal 3 Schätze und das war's. So, ich nehme aber diesmal nur blaue mit, also keine Eispigmen. Hallo? So. Also die Lilanen kommen zurück. Obwohl, Eis kann ich ja ein paar mitnehmen. Der Rest mal Wasser. So. Der Lilanen brauche ich jetzt nicht. Wenn du mir 10er gibst, mobb ich Pet. Bro, imagine, dann kriegst du erstmal schön Bannhammer von mir. Na, oder obwohl, ne, ich wäre nicht so einer, der bannt. Ich würde dich einfach zurückmobben. Haha. Okay, hier ist safe irgendwas. Okay, hier 7, hier 2, okay. Ah! Das war der Schatz und das war der Gegner. Ah. So, einfach alles draufschmeißen. Oh, Nektar bekommen. Let's go. Teilweise effektiver, einfach mit den Eispigmen anzugreifen. Einfach nur, damit ich die, Dings-Gegner loswerde und zu Dings machen kann. Wenn du 10er gibst, mobb ich doppelt so viel. Dir. Ich geb dir 10er, wenn du Nabo mobbst. Okay. Jetzt auf einmal Nabo, Digga. Nabo-Moment. Batu will einfach, dass eine Nabo gemobbt wird. Finde ich witzig. Das Ding ist halt, Batu, da musst du nicht mal Sheep einen 10er geben. Das mache ich kostenlos. Das mache ich die ganze Zeit im VC kostenlos. Deswegen, ja. Der Nabo, der bezahlt mich, dich Bratwurst zu nennen. Du meinst eher Bartwurst. So. Dann haben wir hier oben alles. Und ja, uns fehlen uns noch 3 Sachen, ja? 3 Sachen. Beziehungsweise hier auch noch. Aber vielleicht brauchen wir das sogar nicht. Mal gucken. Auf alle Fälle gehen wir jetzt hier lang. Und ich gehe mal auf Otschill, denn dann sind wir schneller. Leider bremst er ab. Das wäre schön, wenn er nicht abbremsen würde. So, machen natürlich unsere Base hier hin. Ich find's so geil, wie er teilweise Deals ausmacht. Ja, ich gebe den und den Geld, wenn wir gegenseitig mobben. Finde ich witzig. Und am Ende mobben wir uns alle gegenseitig und bekommen Geld dafür. Because why not?
Ah, okay, der Schatz ist hier. Okay, den schaffen wir auf alle Fälle. Ich weiß nur, was es ist. Eine Pfeife! Tritt! Hab Sally nur bis zum Rank-Up-Battle geschafft. Oh, aber immerhin, GG's. Immerhin, das ist ja auch was. Amina muss es nur einmal spielen, dann hast du es. Von daher. So, und ich glaube, der Schatz ist hier, genau. Das heißt. Graben. Graben, 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 graben. Was haben wir hier? Ah, ich glaube, es ist eine Aubergine, oder? Ja, eine Aubergine. Immer mache ich Ausbildung zum Zweihändler-Benutzer, vertrau. Zweihändler-Benutzer. Also zwei Händler. Oh. Sagen wir nicht, den beide Hände für diese eine Sache verwende, I guess okay. So, die fette Aubergine nehmen wir natürlich noch mit. Zwei Hände oder Lanze, beste. Ich weiß nicht mal, wovon du redest, aber okay. So, komm. Trag die Aubergine ein bisschen schneller. So, let's go. Und wir haben fast alle Gemüse. Nice. Okay, der blaue Pikmin chillt hier ein bisschen im Berg. Da hat man auch eine chillige Aussicht, not gonna lie. Oh ja, da bin ich eine geile Aussicht. Ich mach's auch immer mit zwei Händen. Ja, wenn er groß genug ist, verständlich. So, verlegen wir die Basis hierher. Und würde sagen, da vielleicht schaffen wir den noch. Okay, Otchin darf ich nicht mitnehmen. Aua, jetzt hat er mich erwischt. Eine blaue Zwiebel. Ha? Wir haben doch schon blaue Zwiebel. Bin verwirrt. Hellblau ist sie nicht. Oder ist einfach nur eine Erweiterung. Das kann auch gut sein. Hm. Komisch. Ich dachte, dass er ein Boss ist, aber dann doch nicht. Smooth Moment. Na gut, dann wird es wahrscheinlich die Zwiebel immerhin erweitert. Das ist auch mal was Nices. Blaue Zwiebel erhalten. Und? Cool. Hat nichts gebracht. Und 99%. Ja, also ist hier safe irgendwas. Ja, gut, das machen wir dann am nächsten Tag. Würde ich noch sagen, genau, dann machen wir noch einen Tag, so nur noch den 1%, dass wir den voll haben. Und dann würde ich sagen, beenden wir dann den Stream. Weil ja, ich merke, meine Müdigkeit kickt leider. Doch, 20 neue Blau-Pikmin. Ah, lol. Das ist quasi so eine Erweiterung. Okay. Wow, ich habe ja eh schon mehr als genug Blaue. Es gibt manche Farben doppelt, die geben dir einfach 20 extra Pikmin oder 30. Ah, okay, okay, okay. Na, immerhin. Immerhin. Auch wenn ich Blaue nicht wirklich brauche. Aber gut, das macht ja auch Sinn, weil, entweder du findest halt jetzt blaue Pikmin oder du würdest schon im ersten Gebiet blaue haben. Und wenn du halt nicht im ersten Gebiet die blauen hast, dann hättest du sie halt jetzt. Macht so gar keinen Sinn. So. Sehr, 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 sehr viel Stuff. Ah, okay, doch nicht so viel.
Pfeife des Kaisers Dusselbeere. Geiler Name für die Aubergine, Dusselbeere. So, und der Rest haben wir ja alles aus dem einen Dungeon geholt. Genau, perfekt. 99% ist immer so bitter. Aber immerhin kein Death. Woran arbeitest du gerade, Spane? Ich forsche nur ein bisschen. Je länger ich mich mit Kreaturen beschäftige, umso neugieriger werde ich. Ihre Evolution scheint einen völlig anderen Weg genommen zu haben als bei uns. Das könnte ja durchaus sein. Sag mal nur aus Neugier, was für Experimente führst du eigentlich? Ah, Experimente sind das eigentlich gar nicht, sondern ein Zuchtprogramm für Kreaturen. so gut, Moment, hast du gerade ein Zuchtprogramm gesagt? Schluss damit, aber sofort! Bro, das ist einfach Kreaturen, weiß schon was machen, ne? Was für müde, Kaffee rein und weiter. Bro, ich bin, Glaze, ich bin heute seit 4:50 Uhr wach. Und ich hatte nicht gerade viel Schlaf. Selbst ein Kaffee würde mir nicht wirklich bringen. Fährt waren Reaction Streams. Vielleicht bei 24er. Machen wir vielleicht sogar Reaction für eine Stunde oder so. I don't know. So, dann machen wir noch das eine Gebiet. Und dann würde ich sagen, beenden wir dann den Stream. Und mal gucken, vielleicht machen wir dann nächste Woche dann noch weiter. Weil morgen wird es keinen Stream geben und Sonntag werde ich dann auf alle Fälle Splat wieder was sehen. Warte, 24er, wann? Am 19. August, also 19. 20. August von 11 bis 11 Uhr. Als 500 Follower Special. Ich mag Mädchen wie mein Kaffee. Ich mag keinen Kaffee. Why are you gay? Sheep, why are you gay? Bester Anwachspruch für Gays. True, true, true. Hab ich gar nicht mitbekommen. Alles gut. Ich habe auch noch kein offizielles Announcement gemacht. Beziehungsweise ja, so halb. 24 als 500 Follower Special, schwach. Ich habe das auch schon als 200 Follower Special gemacht. Aber das Ding ist halt, länger könnte ich for real nicht streamen, weil. Boah, ich habe schon zweimal 24 Stunden Stream gemacht. Alter, ich bin da fix und fertig. Like, du willst, ich weiß, wie fix und fertig ich da bin. So. Nochmal dann 40, I guess. Wann 48 Stunden? Wahrscheinlich nie. Da fehlt es also erst 100 Follower und 36. Ja, 36 könnte ich nie machen. Weil das Ding ist ja halt, viele sind ja so, die pennen ja noch und lassen den Stream laufen. Ich könnte das absolut nicht machen. Weil, ich bin ehrlich, ich habe viel zu harte Paranoia, um den Stream einfach so lange laufen zu lassen, ohne dass irgendwas passiert. Weil man weiß ja nie, you know. Und ich will immer, wenn ich live bin, dann will ich ja immer hier im PC sein, immer on Stream sein. Selbst wenn ich 24 Stunden Stream gemacht habe und zumindest bei den Pausen halt genappt habe. Hey, wir reden einfach im Schlaf, 36 Stunden zocken, Bro. Ohne Pause könnte ich das nicht machen. Ich rede im Schlaf. Na, das könnte ich nicht machen. Bro, selbst bei 24 Stunden Stream muss ich Pausen machen, sonst kippe ich um. Und ja, die mache ich auch lieber, weil Zelt hat schon mal 36 Stunden Stream nonstop gemacht und er ist dann umgekippt. Und ich weiß, dass es bei mir früher passieren kann, deswegen lieber nicht. Ich furze im Schlaf, Digga, same. Na, aber wie gesagt, im Schlaf könnte ich ja nicht streamen, weil da würde meine Paranoia zu hart kicken. So, hier haben wir safe irgendwas. Yep, da haben wir Töpfe, okay. Gut, dass ich noch Eispigment genommen habe. Boah, warum taucht die ab? Ihr sollt so einfrieren. Achso, wegen dem Wasserläufer da. Ah, nice. Und der friert automatisch auch noch mit ein. Sehr schön. Und Nektar schlürfen. Auf Watschen draufsteigen. Und maybe gibt's hier noch einen Schatz. Schmeiß mein Kissen in die Ecke. Much fun, Batu. Und zwei Würfel. Das war der letzte Schatz. Als wir unser nächstes getroffen haben, haben die anderen gesagt, ich hätte die ganze Nacht bra gesagt. Ja, moin. Pet war eine Übernachtungsparty bei dir.
Bro, imagine, also wenn ihr alle nach Bayern kommen wollt, die vielleicht eine eigene Wohnung hätte, maybe, die einigermaßen groß ist, maybe. So, beim Theater kann ich ja 40 Stunden angehen als Stream. Dann auf alle Fälle war es spannend, Glacy. Wie gesagt, ich könnte das absolut. Also, ich habe schon öfters 24 Stunden gemacht und Gebiet zu 100% erforscht. Let's go. Ich habe öfters schon mal 24 Stunden gemacht, aber mehr als 24 Stunden könnte ich echt nicht machen. Okay, Digga, ich komm, let's go. Vor allem, weil das Ding ist, selbst wenn ich 24 Stunden Stream mache, muss ich mich schon gefühlt mental darauf vorbereiten. Oder zumindest halt meinen ganzen gesamten Schlafrhythmus auf den 24-Stunden-Stream anpassen. Ich kauf dir Haus, let's go. Schieb der Rich Boy einfach, der kauft einfach alles, was du willst. Schieb ist halt wirklich so der eine Dude, hab ich so das Gefühl. Es gibt so immer diesen einen Dude da, der kein Geld hat. Nee, der gefühlt keine Freunde hat oder wenige Freunde, aber dafür steinreich ist. Das ist ein Gefühl so schieb so. Ja, keine Ahnung. So, ja, ich. Am Ende werde ich dich nur einmal mit dir treffen. So, ich schenke dir ein Lambo deswegen. By the way, wir haben das Gebiet eh schon komplett erkundigt, aber ich habe einfach mal Bock, ein bisschen hier rumzulaufen, weil ich finde das Gebiet echt sehr, sehr nice. Und wenn Kyo noch live ist, raiden wir dann noch Kyo. Weil es wurde ja eingelöst. Dass der gute alte Kyo geradet wird. Ich übernachte Magus bei dir. Bro, ich habe kein Magus bei mir in der Nähe. Also ich hatte einen, aber da, wo ich damals gewohnt habe. Jetzt wohne ich im Arsch der Welt in einem Dorf, was gar nichts hat. Was legit gar nichts hat. Ich bin der deutsche Mr. Beast, vertraut. Mr. Beast. Deswegen ist es mein Lieblingsgebiet. Ja, same. Also bis jetzt ist es auch mein Lieblingsgebiet. Alter, allein ich finde es so knuffig, wie Orchid einfach nur schwimmt. Oh, die ganzen Korallenriffe. Ach, das ist schön. Ich lass Magus bauen, genau. Ich lasse in Petsdorf ein Magus aufbauen, wenn er eine Übernachtungsfeier macht. Für seine Fans. Baue ich ein Magus auf. Bro, imagine, der war halt oft besucht. Like, das Ding ist halt, der nächste McDonald's ist von mir so 6-7 Kilometer entfernt. Oder halt eine Zugstation und ein bisschen mehr als ein Kilometer laufen. Bis zum nächsten Magus. Aber ich war ultra lang nicht mehr in Magus. Ich könnte vor Remind mal nach Magus gehen. Ich war ultra lang nicht mehr da. Ich glaube, da bin ich schon gegangen, oder? Nein, hier wollte ich lang. Oh mein Gott, das sind die Korallenriffe. Oh mein Gott, die will ich mir genauer anschauen. Oh mein Gott, schaut das nice aus. Warte, erstmal Drippick hier mit Shadow Ma. Yeah. Oh, gibt's erstmal einen Drippick. Lass mal Wanderung zum Magus machen, dann haben wir fett davon wieder abgebaut. True, stimmt. Edgy wäre sogar ein nicer Weg. Wie lange streamst du noch? Nicht mehr lang, nicht mehr lang. Welche Farbe hat dein Bugatti? Wenn ich einen hätte! Imagine Bugatti haben. Imagine überhaupt ein Auto haben. Imagine überhaupt einen Autoführerschein haben. Ich hab nur einen fucking Staplerschein. Und selbst der ist jetzt keiner worthless, weil da meinen neuen Job habe ich nicht mal einen Stapler. Aber ich habe einen Staplerschein. Bald, Pet. Nee, noch besser. Du holst mir einen Gabelstapler von Bugatti. Noch besser. Noch besser schieben. Einfach ein Gabelstapler von Bugatti. Einfach der gute alte Gabelstapler. Ich kauf dir Gabelstapler für zu Hause, genau. Bro, da muss ich nie wieder den Einkauf nach oben schleppen. Einfach mit dem Gabelstapler einfach die Tüte, die Einkaufstüte, in die Gabel einfach reinpacken. Einfach hochfahren ins erste Stock und dann vom ersten Stock das entnehmen. Oh, und dann ganz vorsichtig ins Fenster reinfahren. Na ja, gut, ich könnte es so auch nach vorne neigen. Stapler. Hey, actually. Könnt ihr hinhauen. Geil. Bro, aber Real Talk, wenn ich so richtiger Rich Boy, so richtiger Rich Boy, würde ich mir vor Real Gabelstapler für mich alleine holen. Komm, ich reiß das Haus ab und baue es neu. Let's go. Genau.
baust da so eine richtig prächtige Villa einfach hin. So. Imagine Sheep ist auch arm. Imagine. Na, entweder ein neues Haus investieren oder wenn man zu viel Geld hat, man kann ja immer in Giftsubs investieren, ne? Ist eine gute Investition, vertrau mir, Bruder. Niemand wurde gerettet, schade. Und nur zwei Glückstoten. Und Gebiet komplett erforscht. Let's go. Entweder Haus oder Schuhe. Wie wär's mit beidem? I go for shoes. Einfach beide. Schiebt es so ein Geringverdiener-Denken, das entweder oder. Einfach beides. Hallo Diego, wie geht es dir? Wieder ganz der Alte? Ja, fit wie ein Turnschuh. Warum habe ich das gesagt? Sie muss mich für einen Trottel halten, ne? Wirklich? Das freut mich zu hören. Dann bist du jetzt sicher bereit, Shadowmar zu unterstützen. Ich weiß nicht genau, ne? Bin ja auch nicht zu 100% fit, ne? Glaube ich. Krummschnabel helfen, Alter. Ernsthaft? Lass mein Kapital für mich arbeiten. Yes. Genau. Lass dein Kapital für dich arbeiten, so und nicht anders. So, und ab nächste Woche geht's weiter ab Tag 28. Und ich würde mal sagen, nach 3 Stunden 20 beende ich den heutigen Stream, denn ich bin müde und ich habe langsam Hunger. Ja, noch kein Abendessen. Also, hat auf jeden Fall heute richtig Bock gemacht, der Stream. Wir waren noch ziemlich produktiv, haben das dritte Gebiet fertig gemacht. Und ja, ich würde mal sagen, im nächsten Stream fangen wir mit ein paar Nachtexpeditionen an und fangen wir dann auch mit dem vierten Gebiet an. So, wie von Sage gewünscht, schaue ich nochmal, ob Kyo live ist. Wenn ja, raiden wir Kyo. Auf alle Fälle wünsche ich euch allen, als ob guter Laune-Typ Marka der streamt, Ehrenmann. Auf alle Fälle, gucken wir mal, wo Inkling on Fire ist, der feurige Inkling. Der Inkling in Feuer ist, glaube ich, nicht mehr live. Doch, ist er, der ist ganz oben, perfekt. Reden wir Inkling on Fire. Ja, vielen, vielen Dank, Sheep. Dann reden wir Inkling on Fire. Der zockt Splatoon 3, also schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, lasst ihr auf jeden Fall Follow da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns am Sonntag wieder, denn morgen wird es keinen Stream geben. Ich werde aber morgen versuchen, die Streams noch von letzter Woche zu reuploaden. Also auf alle Fälle noch den Splatoon-Stream und den Pikmin-Stream, die werde ich auf alle Fälle noch reuploaden. Und ja, dann werden wir uns auf alle Fälle Sonntag sehen mit Splatoon 3. Kurz vorm Splatfest noch ein paar Runden Turf, damit wir auf jeden Fall den zweiten Katalog mal fertig bekommen, beziehungsweise den ersten. Damit wir den zweiten anfangen können. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Abend. Einen schönen Start ins Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann spätestens am Sonntag wieder. Also, bye bye. Bye bye.